So! Was haben wir denn hier Schönes? Was ist das eigentlich für ein Spiel? Irgendwie redet die ganze Welt davon. Was ist dieses Final Fantasy? Wie? Final. Final Fantasy? Wie? Merkwürdig. Ich habe davon schon gehört. Aber. Was ist das überhaupt? Irgendwie merkwürdig. Ich hab da über Sachen gehört. Keine Ahnung, noch nie gespielt. Schauen wir mal. Oh, neues Orchestral, ne? Gebe kurz eine Sekunde, er kann euch Social Media an. Mega! Das neue Orchester ist super. Huch, man hört mich gar nicht! Das Final Fantasy 7 Theme haben sie krass abgegradet. Nicht schlecht. Soundtrack schon mal gut, mal schauen. Ist das nicht das Spiel, wo es ca. 500 Spiele von gibt und ich nur eines gespielt habe? Unfassbar, Stachelbart. Prinzipiell musst du nur eines spielen. Und das ist eigentlich... Was ist klassisch? Das ist eigentlich Final Fantasy 10. So, mehr musst du gar nicht spielen. Das andere, ab, weg damit. Diese Modus kämpfen die Charaktere automatisch, kannst dich ganz auf die Auswahl von Commandos konzentrieren. Das Niveau der Kämpfe ist wie auf dem Schwierigkeitsgrad einfach. Normal, wie immer. Die Frau frickt, ich dachte du schläfst. Was? Nein, garantiert nicht. Oh, boah, krass. Alter, die Grafik, what the fuck? Boah, ich hab jetzt eine Gänsehaut, ey. Huch! Oh. Krass, Final Fantasy, unfassbar. Wie gut diese Sequenzen immer aussehen, ey. Das ist total lächerlich. Die Spiele sind manchmal westlicher, als man denkt, Stachelbart. Manchmal auch nicht. Shinra sind. Ist es Shinra? Ja, die Shinra ist die Corporation. Das M. Irgendwas mit M, ne? Scheiße.
die Stadt. Ich hab's nur einmal durchgespielt bis jetzt, zweite Version. Zweimal angefangen oder so. Oder dreimal. Wie heißt die nochmal? Midgard! Nein, das Spiel sieht doch nicht auch so aus wie jetzt im Trailer, oder? Nee. Das ist ziemlich nah am Trailer, oder? Ist das schon wieder Spiel? Das ist doch. Das ist doch Spielengine, oder? Wer sind die denn? Ah, den kenne ich! Auf geht's, Rekord. Oh Gott, hier die Geräusche ausstellen, ey, uff. Oh. Da ist PlayStation 4 noch, ne? Und man sieht die Materie in seinem Schwert. Ich hab die Trailer schon gesehen, aber anscheinend nicht genug. Das ist halt so, manchmal denke ich mir so, okay, das ist Konsolengrafik, fuck, wie sieht's denn auf PC aus? Es ist unfassbar. Boah. Gott, April kann nicht schnell genug kommen. Hey, Legend. Hi, Kader. Hi, Stachelbart. Hi, Holzi. Hi, Cybern. Hi, Marv. Vielen Dank für die Bits. Hi, Cybern, habe ich schon hi gesagt? I don't know. Ja, habe ich wahrscheinlich. Hi! Ich habe Nioh 2 gespielt, freue mich sehr auf den Release. Ich freue mich genauso auf PoE, das wird also eine Konfrontation. Ich muss warten, bis es auf PC kommt. Na, viel Spaß, ein Jahr lang zu warten, ey. Huch! Also, Moment, kann ich bitte... Ich kann die Sprache nicht einstellen. Ich kann nichts einstellen. Gott, die sprechen Deutsch! Von allen Sprachen! Deutsch! Gott, Deutsch! Wo ist denn Englisch oder Japanisch? Deutsch! Barrett klingt schon scheiße! Dein Auftritt. Ja, kennen wir. Eindringlinge, keine Bewegung. Träum weiter. Sehr gut. Es ist aus. Schocksystem. Ich hab wieder alles vergessen. Schocksystem kommt uns bekannt vor. 13. Ja, eigentlich die 13er Reihe, ne? Mit den Schockzuständen. Was zur Hölle? Halt! Stehen bleiben! Wir zählen auf dich. ATB-Leiste, genau. Also ATB-Leisten ist ja in Final Fantasy 7 für Spezialattacken zuständig. Das war ja damals mit 13, war ja ATB dann zuständig für, dass du Aktionen ausführen konntest. Das war ja dieses semi-rundenbasierte, wenn ihr euch noch erinnert. Das haben sie ja dabei 13.3 komplett ausgehebelt, glaube ich. Ne? Und in 15 gab es ja dieses, ich finde das Kampfsystem von 15 immer noch hammergeil.
Hat so viel Spaß gemacht zu spielen. Aber das war unglaublich. Das Spiel war viel zu einfach leider, weil sie es einfach mit dem Heim komplett verkackt haben und mit dem Balancing dahinter. Aber das war dann geil, diesen letzten Dungeon. Da hat man gemerkt, was hätte sein können, wenn dieses Kampfsystem nicht so einfach gewesen wäre, sondern du mit einem, ne, der Lebensbalken ist weg, ne, und du bist dann einfach tot, ne. Das war 15, meine Kritik an 15 ist, scheiß auf Fan, auf diese ganze Boyband-Geschichte und was auch immer, die Geschichte war super, hat super mitgenommen, hat super Spaß gemacht. Aber das Kampfsystem war meiner Meinung nach die größte Stärke und die größte Schwäche an diesem Spiel. Bin sehr gespannt, was du sagst. Sonst schießen wir! Versucht's nur. Mir reicht's. Genau. Und hier kommt man jetzt quasi in dieses Rundenmäßige rein. Man hat hier eine Übersicht über die Kämpfe. Man kann jetzt da quasi Magie, Fertigkeiten und sonst was auswählen. Natürlich läuft das Spiel in Zeitlupe im Hintergrund weiter. Könnte man vielleicht wahrscheinlich einstellen, ob das vielleicht anders dann ist. Mutangriff, Impuls, diesen Impuls. Ist der etwa von Soldat? Oh, gelöscht. Nice. ATB, Active Time Battle. Ja. Aber das ist halt... Jetzt muss ich kurz überlegen. 15. Hatte 15 auch sowas? Das ist ja das Coole eigentlich an dem Final Fantasy. Dass sie quasi immer noch eine Art Fake-Rundensystem drin haben, wenn du das möchtest. Ne, wenn du das möchtest. Achso, es stand gerade dran, im Menü kann ich irgendwas einstellen. Genau. Und ich kann quasi nur aktiv spielen, wenn ich das möchte. Und dann lege ich den Shit halt einfach auf meinen Controller drauf. Aber ich finde dieses rundenbasierte zur Übersicht, ne, dass man alle im Blick hat und so, finde ich klasse. Was soll ich sagen, ne? Es ist krass, wie nah es immer noch am Alten dran ist. Mit allem eigentlich. Es gibt auch die Statuswerte. Gib ihm, ne? Gib ihm. Okay, cool. Kann ich mir so ein Mineralwasser rauszischen? Ich würde gerne das Mineralwasser rauszischen hier. Nicht? Nein. Also, für die Erklärung, für die, die noch nie Final Fantasy eine Berührung hatten oder sonst irgendwas. Final Fantasy ist quasi, wie kann man das vergleichen? Mir fällt jetzt keine westliche Spielereihe ein, die dasselbe tut. Final Fantasy hat quasi einen Pool an Dingen, an Gegenständen, an Tieren, die quasi in allen Teilen vorkommen. Deswegen heißt sie Final Fantasy. Es geht immer irgendwie um den Kristall. Kann, muss aber nicht, ne, zum Beispiel. Da gibt es immer sowas wie eine Art Magie, Feuer, Wasser und hast du nicht gesehen? Dann gibt es noch andere Elemente, die alle quasi Final Fantasy, das macht dann quasi Final Fantasy aus. Und jedes Spiel macht quasi, zieht aus diesem Pool Dinge raus, die Final Fantasy-esque sind und fügt dazu dann noch irgendwelche neue Elemente hinzu. Haben wir Materia, glaube ich. Ich weiß nicht, wie Materia in der Serie vorkam bis jetzt, aber Materia zum Beispiel und so ein bisschen dieses Cypher-esque Zeugs dann noch so rein und daraus wurde dann Final Fantasy 7 gemacht zum Beispiel. Währenddessen bei den ersten Teilen noch mal sehr im Mittelalter unterwegs war. Zum Beispiel, ne? Man nimmt quasi aus diesem Pool Final Fantasy, wenn man immer Sachen raus, steckt sie das Spiel hinein und dann fängt man an, dieses Spiel zu bauen. Chocobos zum Beispiel. Genau, das sind Tiere, die kommen eigentlich in jedem Final Fantasy vor. In jedem.
Aber sie teilen sich nicht die Welt, sie teilen sich nicht irgendwelche übergeordneten Sachen oder so, dass es immer Remakes sind oder sonst irgendwas, sondern es sind immer eigenständige Geschichten, die abgeschlossen sind oder dann auch nicht. Wenn sie nicht abgeschlossen sind, dann gibt es immer so, bei Final Fantasy 10 zum Beispiel, gibt es Teil 10 und 10.2. Für mich existiert nur Teil 10 als abgeschlossene Geschichte. 10.2 ist eine Vergewaltigung, ne? Und bei 13 war zum Beispiel dann, du hattest 13, 13.2 und dann 13 Lightning Returns. Ne? Das ist halt so eine Trilogie, die quasi dann die Geschichte komplett abschließt. Genau. Und weil es so schön ist, fuchtel ich noch ein bisschen mit meiner linken Hand rum. Genau. Ein Universum, genau. Aber einzelne Planeten. Nicht Version eines einzigen Läuft Planeten. Doch. Was für ein Kerl. Ach, das ist Wedge. Ah. Sofort ergeben! Ich muss mir den Rücken frei halten. Sehr fisch. Verschiedenen Haltungen finde ich direkt geil. Das gibt dem Spiel eine Tiefe. Ob du quasi defensiv ein bisschen rumslicest und blockst oder ob du aggressiv quasi unterwegs bist. Okay. Übrigens, könnt die Demo, solltet ihr eine Playstation besitzen, könnt ihr euch selber runterladen und selber spielen. Ne? Kann ich hier eigentlich meinen Sound einstellen? Audio. Ah, danke schön. So. Hintergrundmusik. Also Soundeffekte machen wir direkt auf 6. Hintergrundmusik machen wir auf 8. Und Sprachausgabe auf 10. Das denke ich, ist auf jeden Fall. Taugt das Remake was? Also, Ersteindruck ist bombastisch. Also. Das ist eine PlayStation 4, von der wir reden. Ne? Das ist keine PlayStation 5 oder hast du meinen Rechner quasi. Ich glaube, das ist das Maximum, was die PlayStation mit der aktuellen Konsole machen kann, ohne direkt drauf zu gehen. Kampfsystem gefällt mir direkt. Was soll ich sagen? Ich bin großer Fan von dem 15er Kampfsystem. Ich brauche kein rundenbasiert oder hast du nicht gesehen. Rundenbasiert ist meiner Meinung nach auch so total veraltet. Und mir hat das 15er sowieso sehr gut gefallen und ich hoffe jetzt, dass sie quasi das auf ein Next Level geholt haben und das ordentlich gepolished und poliert haben und dass ein 7 einfach ein Brett ist. Ah. MP-Heilung durch Makulit. Habe ich auch Leben bekommen? Nein, ne? Dann gönnen wir uns mal einen Heiltrank. Ja, das kann man aber auch. Also, dafür gibt es jetzt dieses Kommandomenü, um deine nächsten Schritte zu planen. Die Zeit wird stark verlangsamt. Die Frage ist, ob man das ganz ausstellen kann, dass die Zeit anhält, währenddessen man sich das überlegt. Das wäre noch interessant, aber wie gesagt, ich finde, rundenbasiert ist veraltet und verlangsamt das Spiel unnötig. Weil wenn ich an Final Fantasy 10 denke, gegen Ende hin, wie die Kämpfe sich in Länge ziehen, weil man einfach nur die gleiche Taste drückt, um schwere Gegner zu besiegen oder zu farmen, ist einfach, macht keinen Spaß. Ich warte, bis aufs PC rauskommt. Was? Bis wann kann man die noch spielen? Das weiß ich nicht. Also, stand nirgends oder so. Remake beschreibt schon gar nicht mehr, was sie da mit Final Fantasy 7 machen. Naja, prinzipiell bauen sie das Spiel komplett neu, ne? Oder? Oder was meinst du? Dummer Titel!
Wieso? Wieso ist der Titel dumm? Nix gegen Final Fantasy 10! Bitte sag mir, warum der Titel dumm ist. Rico, der Release ist am 10. April. Ich habe ihn absichtlich provokant so hingestellt. Weil Titel liest sowieso niemand. Das ist sehr wohl möglich. Wie kann denn das nicht scheitern? Das ist halt so... Man kann alles falsch machen. Wenn du nur ein Element vergisst, rastet die Community komplett aus. Boah, weißt du noch? Ja, dieses Remake. Ja, das geht nur 2 Stunden. Es ist so viel... So viel, was halt scheitern kann. Was wir jetzt noch nicht sehen. Das ist halt... Alles ist möglich. Man kann an allen Ecken und Kanten... Das ist das Problem. Und das enorme Risiko, dass sie eingegangen sind, als sie gesagt haben, dass sie Final Fantasy 7 nicht remastern, sondern remaken. Dass sie an Ecken und Kanten etwas ausgebaut haben, das den Fans nicht gefällt. Sie haben Elemente ausgelassen, weggeschmissen. Sie haben... der erste Teil ist jetzt nur 3 Stunden lang oder so. Das halt... Es gibt so viel, woran man scheitern kann an diesem Remake. Das ist unfassbar. Hi. Was ist das für eine Frage? Genau. Ist eher eine Neuinterpretation. Mal schauen, ne? Mal schauen. Wie weit geht der Teil von Final Fantasy 7? Also, er soll komplett Midgar einschließen. Bis sie halt dann abhauen. Und? Erklärst du mir jetzt endlich, was ein Soldat bei uns will? Schmeißt er seine Karriere für uns hin? Wie hieß er gleich? Sein Name ist Cloud Strife. Oh. Und ja, den Job hat er hingeschmissen. Bei Missionen wie dieser hier kann ein echter Profi im Team nicht schaden. Ich beschwere mich nicht. Denk nicht, ich wäre einer von euch. Wenn das vorbei ist, bin ich weg. Nicht gerade ein Sonnenschein. Aber dafür ziemlich hübsch. Ich weiß. Das versuche ich auch mir einzureden. Hey, so einem Gesicht immer doch. Und was stimmt mit meinem Gesicht? Die Frage ist, Don Alex, wir wissen nicht, wie groß dieser Content sein wird. Weil das ist ein Geheimnis. Es wird auch nicht gesagt, wie groß der Umfang sein soll an Stunden. Man soll halt eben einen großen Teil der Story man soll die Stadt besuchen können, soweit ich das weiß, ne? Final Fantasy 7, das Baby, eher einer der leichteren Teile. Wie meinst du, Freestyler? Was für ein Idiot dieser Held. Was muss man so ein Arsch sein? Passt zu ihm. Was soll ich sagen? Der Held, das ist halt das Coole bei Final Fantasy, ist die über das Maß hinausgehen und nicht kacke sind. Final Fantasy 10-2! Der Charakter durchlebt eine Geschichte, die wir erleben dürfen. Und der Charakter ändert sich mit der Zeit. Auf dich können wir uns echt voll verlassen, oder? Schaut euch diese Modelle an. Leck mich fett. Gleich öffnet sich das Tor. Sobald sich das Tor öffnet, beginnt die Mission. Oh, mein armer Magen. Auf dich können wir uns echt voll verlassen, oder? Nur auf der PlayStation. Gleich öffnet die Frage, sich das Carter, Tor. Das ist halt etwas... Das ist halt etwas, was wir... Also, wenn das jetzt 10 Stunden ist, okay, lässt sich drüber reden. Aber wenn das ein vollwertiges Spiel sein soll, und das will es, es will ein vollwertiger erster Teil sein,
es soll halt nicht nur ein Teil sein, sondern es soll halt, man soll mehr erkunden können. Es gibt auch noch mehr Stuff, die hinzu adaptiert wurden und so weiter. Deswegen sagt Haptero, Remake wird für das Final Fantasy auch 7 auch nicht wirklich gerecht, weil sie es eben neu interpretieren. Sie haben Sachen hinzugefügt, die Stadt ausgebaut und so weiter. Die Jungs tragen zu viel Kleidung! Nein. Ich mag ihn nicht. Final Fantasy 7 ist durchgefallen. Nächstes Spiel. Ja, fand ich schon. Da war es Final Fantasy 9. Das Ende ist sehr nervig. Mir ging im 7 eher das Sephiroth nur auf den Sack wie im 10er der Seymour. Also, ich würde jetzt seit 70 Euro, wenn ich das Spiel gespielt habe, dann wissen wir, wenn wir das Spiel gespielt haben, wissen wir doch, ob es die 70 Euro wert waren oder nicht. Oder? Ich meine, es lässt sich halt jetzt schwer sagen. Hi, Devs. Hey, White Rabbit, by the way. Hi, I'm Terrible. Oh, hi. Okay. Hey, Karawa. So, jetzt habe ich alle Hi gesagt. Außer ich habe jemanden vergessen. Mach. Du würdest wohl kaum so viel riskieren, wenn du nur auf die Pagil aus wärst. Du bist wie wir. Dir geht es doch auch um das Wohl unseres Planeten, nicht wahr, Cloud? Nicht wirklich. Komm jetzt. Oh. Du kostest uns viel. Hoffentlich bist du es wert. No FFF in FF7? Einfach Speer. Los, Fresschen! Volle Konzentration. Los! Da war ein Mutangriff auf den Kardisten, damit es einfach... Ah! Nein! Er war nicht nah genug dran! So eine Scheiße! Boah, wie wendig der ist! Ohohoho. Es ist so cool! Los! Ja, das ist eher die Richtung. Final Fantasy 7, war das mit dem Schock auch so? Okay. Schon, oder? Boah, ich erinnere mich nicht mehr so richtig. Wie war Final Fantasy 7? Hat es auch diesen Schockbalken schon, ne? Hat er auch diesen Schockbalken, ne? Oder? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Nein, Marv. Also, Protagonisten sind immer andere. Also, es gibt Interpretationen Final Fantasies auf frühere Charaktere, zum Beispiel Lightning, ist ganz klar das weibliche Pendant zu Final Fantasy 7. Hatte keinen Schock. Ich weiß, dass es zu 13 kam. Okay. Finde ich gut. Also, ich habe nichts dagegen. Das macht vor allen Dingen es wert, Gegner länger zu backern. Auch bei schwierigen Gegnern. Hi, Magikan! Ähnlich wie Final Fantasy 15 der Kampf. Zwecklos. Das Wasser. Okay. Hallo? Dreh dich um. nein, er ist in Offensivhaltung. Hat er deswegen mehr Schaden gekriegt? Schon, oder? Ja. Bin bereit. Ah!
Okay, gefällt mir. Ist das alles? Oh. Los. Jetzt. Es ist vorbei. Wuhuhuhu. Okay. Fühlt sich interessant an und ich könnte halt auf das komplett verzichten. Aber ich finde diese Übersicht eigentlich ganz gut. So, ich muss mir jetzt mal kurz einen Haltung reinschmeißen. Grinst nicht so doof! Hey, Dark Nova! Schockback Gottes 2. Vers 13. Also doch. Okay. Ja, ich bin mir nicht sicher gewesen. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht alles. Ich habe viele Spiele gespielt. Final Fantasy 7 habe ich nur ein einziges Mal durchgespielt. Ist auf jeden Fall nicht der liebste Teil meiner Reihe. Der Reihe. Aber Gott sei Dank nicht so schlecht wie Final Fantasy 12. Aber ähnlich. Das war ein Scherz. Das war ein Scherz. Nicht den verloren. Das war ein Scherz. Das war ein Scherz. Das war ein schlechter Scherz. Aber es war ein Scherz. Was jetzt? Oh, Besuch. Für dich. Gehört zum Job. Bereit. Ja. Genug. Los geht's. Los. Paracke. Hey, okay. Das war's dann. Was ist das? Was ist das für ein Stance? Was ist so ein Angriffsding für ein Stance? Also. Okay, nach dem vierten Kampf muss ich sagen, es wirkt jetzt am Anfang sehr platt. Ich spam nur Viereck und kann meine Haltung ändern. Okay. Also ich habe quasi immer noch eine Attacke und kann das ändern, indem ich Dreieck drücke, um eine andere Attacke zu machen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Lassen Sie sich auch noch allein? Ja! Ich muss sagen, was ich sehe, ist leider geil. Das auf jeden Fall. Frag mich, wie es damit weitergehen wird. Wird man über die Wolken laufen können oder wird es eine Art Stationssystem, wo man per Klick zu den Orten reist? Das wird schwierig hinzukriegen. Deswegen werden wir noch auf das nächste, auf den nächsten Teil mindestens 5 Jahre warten. Genau. Ich denke, da wird's dann interessant. Wenn ich quasi nicht alleine bin, sondern quasi noch andere dirigieren muss. Da ist man wahrscheinlich dann ganz froh, dass man quasi keine Kombos oder so machen kann, sondern dass man dann halt eben den Befehle gibt. Ich habe vergessen, dass ich ja mit mehreren unterwegs bin. Und dass sie noch Befehle von mir brauchen. Da war ja was. Wenn ich an die Steuerung und den Kampf gewöhnst, würde ich dir empfehlen, dich mit dem Quick-Button zu trotzdem machen. Drückt L1. Ja. Quick-Buttons weiß ich, aber bin ich ehrlich gesagt nicht. Weil ich gerne die Übersicht über das Schlachtfeld behalten möchte. Und da werde ich mir auf jeden Fall angewöhnen, immer X zu drücken. Einfach weil das halt... Ich bin ein Fan davon, es übersichtlich zu halten. Später kann man dann überlegen, ob mir das eher liegt, dann alles auf Quick-Buttons zu machen und so. Aber mit X kann man kurz innehalten und gucken, was so abgeht, was halt Dudes machen und so. Ne? Okay. Hallo! Yippims! Achso, ich muss gedrückt halten! Für den Schalter! Los, jeder an seinen
Come on! Er Cloud geht ganz angestrengt zu dem Pult und muss seine Hand ausfahren und mit aller Kraft runterdrücken. Und du musst diese Kraft fühlen! Drücke Dreieck bis zum Erbrechen! Was war das denn? Das war ein einfacher Schalter. Okay. Ich sichere unseren Fluchtweg ab. Du solltest der Gruppe schnell hinterher. Ich habe gute Laune. Und ich bin müde. Ich kann was spielen heute. Morgen ist wieder anders. Morgen habe ich schlechte Laune. Loyale Soldaten wie du, die Shinra das lästige Ungeziefer vom Hals halten. Sicher nicht dein erster Reaktor. Also bring mich zur Brücke, wo sie das Mako sammeln. Hast du deine Zunge verschluckt? Kusst wohl immer noch vom alten Herrchen, was? Erbärmlicher Schoßhund! Aber stell dich ruhig quer! Wir ziehen das mit oder ohne dich durch! Die Mako-Reaktoren sind von Baujahr zu Baujahr verschieden. In so einem war ich noch nicht, aber ich finde mich schon zurecht. Warte kurz. Bix kümmert sich um die Tür. Warte kurz. Bix kümmert sich um... Warte kurz. Bix kümmert sich um die Tür. Immer mit der Ruhe. Ha, geschafft. Was zum... Die Tür! Null! Hände hoch! Wollte ich auch gerade sagen. Was war das denn? Der eine öffnet die Tür, der andere schließt sie wieder. Hä? Sollte diese Tür nicht offen bleiben, wenn man sie hackt? Okay. Probier am besten die offensive Haltung aus. Das wird ein Klacks. Umzingeln wir ihn. Verschwinde. Nur ein Kratzer. Ich kann kontern in diese Haltung. Das ist diese komische. Und weiter geht's. Woher nimmt er nur diesen Charme? Bleib bei der Sache. Magnet, Karl. Magnet. Du weißt aber wirklich gar nichts. Ganz ehrlich, leuchtende Murmeln verleihen Kräfte. Und du fragst, wie dieses Schwert am Rücken hält. Okay, ich sehe die Prioritäten. Die Codes hat uns jemand aus der Splittergruppe zugespielt. Na, im Grunde sind wir gegangen. Es gab da ein paar Differenzen. Ha, Kinderspiel. Dann haut mal rein. Ich passe hier auf. Habe ich schon gesagt, wie geil das Spiel aussieht? Und wir spielen auf einer fucking PlayStation 4. PS4 Master Race! Nein. Heute lauter Kontroversen, kein Problem. So. Aufzug. Du bist mit Tifa befreundet? Geht mich ja eigentlich nichts an, aber wie gut befreundet. Wie sie gleich abcheckt. Tifa und ich.
das seid. Ach. Alles fein geleckt. Der Boden. Uff. Dieses Ungeziefer da auf ihrem Bildschirm nennt sich Avalanche. Allerdings können wir noch nicht mit Sicherheit sagen, ob es dieselbe Gruppe ist, die damals das Attentat auf sie verübt hat. Die Untersuchungen laufen. Schon bald wissen wir sicherlich mehr. Während wir essen, während wir seelenruhig schlafen, die gesamte Zeit über saugt diese riesige Pumpe das Marco aus unserem Planeten. Ohne Rücksicht, ohne Pause. Mann, du denkst wohl, das wäre egal. Marco ist der Lebenssaft des Planeten. Ganz ähnlich wie das tiefrote Blut, das in unseren Adern fließt. Schnallst du nicht? Was passiert, wenn Shinra so weitermacht wie bisher? Du hörst wohl die Schreie des Planeten nicht, du herzloser Großkotz! Kannst du sie denn hören? Und ab! Dann geh zum Arzt. Dir zeig ich's! An deiner Stelle würde ich mich lieber um mein eigenes Leben sorgen. Überlass das Schreien doch dem Planeten. Okay. Nice gekontert, ey. Ab jetzt gilt äußerste Vorsicht. Alles, was auch nur irgendwie verdächtig erscheint, wird abgeknallt. Ist das klar? Das sind automatische Mittelstreckengeschütze. Mit deinem Schwert kommst du da nicht weit. Schmeißen. Zurückholen. Also lass ihm seinen Auftritt. Dann mach dich mal nützlich. Da wieder dieser Materiestein, ne? Und ist es Materie? Dieses Steinchen? Barrett! Weg da! Wo dein Schwert nicht drankommt, übernehme ich. Das erledige ich im Arm umdrehen. Dich mache ich zu Staub! Stehlender Wille. Schockschuss. Wird's interessant. Du hast freien Schuss. Ich bin bereit. Genug. Hast du was von mir gelernt? Nicht wirklich. Ich finde, sie haben Cloud ziemlich gut hingekriegt. Der ist einfach so. Der einfach sagt, was er denkt. Nicht mehr, nicht weniger. Und die mochten sich am Anfang gar nicht. Also, Cloud hat das als sein Job, ne, wurde angeheuert. Und Barrett, ja, hat ihn nicht ganz vertraut, ne. Das ist halt so, ja. Cloud, dort drüben. Er hat ihn halt angeheuert, ne. Scheint jemand etwas gegen Besucher zu haben. Eigentlich habe ich ja nichts dagegen, wenn es heiß hergeht. Aber mit diesen Lasern ist nicht zu spaßen. Ich nehme an, du weißt, was zu tun hast. Die Laser sind nach einem Muster programmiert.
Wenn sie aussetzen, gehen wir durch. Cloud, falsche Antwort. Genau. Okay, ich stehe einfach auf den Nervenkitzel. Hey! Ich stehe einfach auf den Nervenkitzel. Ich stehe auf den Nervenkitzel. RIP. Alles okay? Ja, ich habe ihn nur ein bisschen verbrannt. Ich dachte, wir können durch die Laser durchrennen einfach. So, einfach dazwischen. Respekt, Soldat! Ja, sehr gut. Weiter so klar. Wo bist du denn überhaupt? Naja, wir sollten vielleicht... Oh, Barracavita! Oh, schön, cool, okay. Achte auf dein Timing! Achte auf das Timing! Barret ist... What should we do, man? Bleib ganz ruhig! Wir können uns einfach durchmogeln, scheiß drauf. Timing. Naja, das sieht ja nicht schlecht aus. Aber gleich habt ihr es geschafft, Cloud. Das sieht ja schon mehr schlecht als recht, verdammt. Da vorne. Diese Maschinen sind Auslöscher. Wenn die dich erwischen, ist der Name Programm. Die fetten Knarren, ey. Müssen wir ihnen einfach zuvorkommen. Moment, hier gibt's, innen gibt's Loot. Wait a minute. So, jetzt bin ich ready. Jetzt können wir loslegen. Aus dir mag ich Altmetall. Diese Waffen können genauso hart einstecken wie austeilen. Wir müssen gezielt vorgehen. Und wie genau? Ich wollte schon mit X wir ausweichen. Wir verwenden Magie. Und zwar im richtigen nicht? Augenblick. Keine Chance. Okay, okay, okay. So, wir wollen Schock natürlich. Mein Einsatz. Ja, yes, das ist Final Fantasy 13 ja, mit Schwächen. Unsere Chance. Geben wir alles. Mist, ziemlich zäher Blechklotz. Unsere Chancen schaffen wir uns selbst. Los, nochmal. Sehr schön, so. Und dann wollen wir natürlich. Jetzt geben wir alles. Mit Mut an. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Und Barretts Fähigkeit eines Schockschusses. Rast richtig aus! Los! Nee. Also. Oder? Haben wir? Wir haben Feuer. Ich wusste gar nicht, dass wir überhaupt Magie haben. Wir haben Feuer. Was hat Barret? Barret hat, kann gerade gar nicht, weil wir attackieren? Ich weiß nicht. Tschüss! Was für ein Gargan bist du eigentlich? Rang. Hä? Soldat ersten Rangs, nicht Jahrgangs. Mit deinem Soldatrang imponierst du hier keinem. Ich wollte wissen, wie alt du bist. Bei Soldat wird wohl nicht geplaudert. Nur blind Befehlen gefolgt, was? Schon gut, kapiert. Bist ein Ersti, fein. Ich bin unwürdig. Alter.
Kann mich an diesen Dialog gar nicht erinnern. Warum? Okay, er trollt Cloud. Ja, mit so einer großen Wumme als Handelsatz würde ich es wahrscheinlich auch machen. Aber Cloud trägt einfach ein riesen manngroßes Schwert mit sich. Dessen Klinge dich direkt zweiteilt, wenn du nicht ganz schnell auf die andere Straßenseite wechselst. Ich weiß nicht, ob ich ihn trollen würde. Ich weiß nicht. Bird hat Elektro. Wusste ich gar nicht. Soll ich mal ausprobieren, hä? Bei Zeiten. Ach, R1 kann man sprinten. Ich hab's die ganze Zeit falsch gemacht. Das hier ist das Zentrum des Reaktors. Der Sprengsatz muss dort runter. Hier geht's runter. Ich glaube, wir müssen mal kurz ein bisschen die Musik lauter machen. Wir sind jetzt ganz nah dran. Ich kann das Mako förmlich riechen. Ja. Ich meine, es gibt hier nicht umsonst einen grünen Dampf. Ich würde behaupten, dass das Mako wahrscheinlich ist. Ich auch, ich. Also, wäre wirklich geil, wenn die alle ausmodelliert wären. Aber. Vor Angst mal gucken. Nee, vor Freude! Von diesem Tag habe ich schon als kleiner Junge geträumt! Okay. Du hast als kleiner Junge geträumt, ein Terrorist zu sein und irgendwelche Generatoren in die Luft zu sprengen und daraufhin vielleicht auch viele Menschen leben? Okay. Hier ist es nicht mehr weit. Ich halte hier die Stelle. Wir sehen uns später. Huch! Falsche Richtung! Kletter die Leiter runter! Okay, sorry. Die haben auch mehr Plätze für Materie. Genau, also unser Schwert hat jetzt halt zwei aktuell. Und in einem ist quasi Materie drin. Ich bin ja gespannt, wie das mit der Story ist und dem Inhalt und alles. Ich bin sicher. Es ist auf. Jetzt. Ich will die ganze Zeit mit X schnell... Genug. Mein Einsatz. Tschüss. Bam, verpiss dich. So, wie switche ich jetzt nochmal? Nicht übertragen. Ah, genau. Steuerkreuz, sehr schön, okay. Dabei hat man überhaupt nicht nachgedacht, aber in diesem Detail, vor allem wenn man nach dem Reaktor rumläuft, wird einem klar, dass man einfach nur ein Terrorist ist und nichts weiter. Ja, das ist halt... Ich denke, dass das wird die Herausforderung sein. So ein bisschen das um die drumrum bauen, ne? Um die Story, die es gibt. Jetzt hat quasi das eigentlich, ne? Ich meine, früher als kleiner Kiddo, ne? Aber prinzipiell sind sie einfach nur Terroristen, ne? Das, eigentlich spielt man die Bösen. Bis man dann checkt, was eigentlich los ist, ne? Dann merkt man, okay, sie sind die Guten, aber sie haben einfach einen Generator in die Luft gesprengt. Ich meine, die Bösen, die übertreiben es halt komplett zum Schluss, ne? Wir müssen jetzt nicht darauf eingehen, wie Leute, die es nicht kennen und das selber leben wollen oder sonst irgendwas. Aber prinzipiell, ey... Wir sprengen einen fucking Reaktor hier in die Luft. Das ist halt nicht so etwas, wo man sagt, okay, ne, also wir schreiben einen ganz bitterbösen Brief an den Bürgermeister, dass er doch bitte die Generatoren ausschaltet. Also, man muss halt immer wieder sagen. Nützt dir auch nichts, wenn du da runterfällst. Sehr witzig. Man muss halt sagen, dass das PlayStation 4 ist. Wir reden hier nicht von PC oder sonst irgendwas. Und das halt zeigt immer.
wenn man das Maximum aus der Konsolengeneration rauskommt. Deswegen sind wir jetzt gerade, ne, wir stehen wieder kurz vorm Generationswechsel einer Konsole. Und da merkt man noch, was man aus dieser Konsole alles rauskitzeln kann, wenn man sich dann so Neo oder dann so Final Fantasy hier anschaut. Da geht jede Menge, ne? Da geht jede Menge. Und ich meine, da ist halt kein krasses Stuff drin wie mein fucking PC. Aber man arbeitet am Maximum und es sieht halt geil aus. Auf PC. Mindblow. Ich habe keine Ahnung, wie es auf PC aussehen wird. In 4K. Da brauche ich minütlich eine neue Unterhose, so ungefähr. Ne? Hey Nightmaria, ich bin gespannt, wie sie die Namen aussprechen, wie Red X II. Ja, ich hätte es gerne auf Englisch oder Japanisch umgestellt, die Stimme. Auf Deutsch klingt's okay, kann man sich geben, aber ich wüsste gerne, wie es auf Englisch oder Japanisch ist. Gleich geht's los! Ich kann's kaum erwarten! Also, immerhin musst du den lassen. Sie haben auf jeden Fall Sprecher genommen, die wenigstens ansatzweise wissen, was sie tun. Ne? Und nicht den nächstbesten von unter der Brücke oder so. Ich sehr zugespitzt formuliert. Prinzipiell sind das auch Menschen, die einfach nur Geld verdienen wollen, aber es sind nicht die besten Synchronsprecher. Sorry. Es sind vielleicht die günstigsten. Ruf doch mal das Menü auf. Hab ich doch schon gemacht. Ich kann nicht mehr machen. Momentan jedenfalls. Ich kann die Quickslots zuweisen. Ne, ich könnte Limits ändern, wenn ich irgendwas anderes limittechnisch hätte. Habe ich aber nicht. Und ich kann natürlich den Anführer wechseln. Das ist dann wichtig später, wenn man natürlich einen anderen Charakter spielen möchte hauptsächlich. Ne? Und... ja, prinzipiell ist das Final Fantasy 7, also, ne, schön aufgebessert, aufgehübscht, schön sortiert, dass man sofort alles sieht. Was mir jetzt noch fehlt so ein bisschen wäre mein Options, wie bei Neo. Ich drücke auf Option-Button und dann kann ich über alles drüber hovern, um zu wissen, Leichtresistenz, Starkresistenz, Immun, absorbiert. Wir haben keine Elementarresistenzen. Das möchte uns das Spiel sagen. I think. Genau, weil mit Items kann man quasi Resistenzen gegenüber Elemente sich holen. Und je mehr man davon hat, desto mehr resistenter ist man. Ich nehme das an, das sind dann die Kategorien. Später gibt es sogar Items, womit man gegen gewisse Elemente sogar immun wird oder sie sogar absorbiert für Leben dann. Ne? Aber dementsprechend brauchen wir dann noch die Elemente. Ich nehme an, dass dann das da oben... ich weiß nicht, warum es da ist. System ist einfach nur Einstellungen und Bild. Genau, Cursor-Position merken. Oder meinst du gerade wegen der Sprache? Nee, da kann ich gar nichts machen. Sprache kann ich nicht einstellen. Also es hat mir auch die am Anfang die im Menü nicht gegeben, diese Möglichkeit. Hi Taux! Hey, dieses Schwert, ey. Mit der Materie drin. Das ist nicht immer noch so ein Detail, ist dann einfach... Jetzt kannst du mir ein für alle Mal beweisen, dass du keiner von Shinras loyalen Schoßhunden mehr bist. Den Sprengsatz bringst du also an. Zeig mir, dass Tifa dir zu Recht vertraut. Wenn du einer von uns werden willst. Ich wiederhole mich. Aber ich mach das nur fürs Geld. Dann halt's Maul und mach! Diese Mimik, diese Spiele. Oh, bitte werd nicht scheiße! Oh Gott, da gibt's so viel, was man verkacken kann. Aber es sieht so gut aus! Ich hab Gänsehaut. Instant.
Was ist? Diese Mimik von dem Charakter und so, das ist absurd. Es ist nichts. Und oh. Der Timer? Den die Grafikuhr, ich bin so oft schon gekommen. No! Stell den Timer auf, oh Gott, auf 20 oder 30? Boah, Mamas. Ich weiß, was passiert. Was sagt ihr? Ich weiß ja, was passiert. Ihr wisst es auch. 20 oder 30? Mamas Gruppenentscheidung. Schnell, hopp. 20 oder 30? Nein, nicht 1337. Okay. Keiner sagt 30. Nani? Ganz schön ambitioniert. Hast du uns in der Falle gelockt? Pass auf. Ach nö. Blatt kann ich nicht. Kann nur 20 oder 30. Ich bin meiner besten Gesundheit. Maschinen sind oft stark gepanzert, aber empfindlich gegen Elektrizität. Versuch's mit Blitzmagie. Tja, bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Wieso kann er keine Magie? Ach, wir brauchen immer ATB dafür. Okay. Ich brauche eine Heilung. Interessant. Okay. Dann los. Ha, das Ding wirkt nicht sehr beeindruckt. Du sollst ja auch Magie benutzen. Überlass das Denken mal mir und kämpf lieber. Diese Dialoge sind so gut. Du sollst ja auch Magie benutzen. Die Kommentare zu kämpfen sind ja mega nice. Das klappt tatsächlich. Was hast du erwartet? Cool. Du sollst ja auch Magie benutzen. Diese hebische Kommentar. Ich bin bereit. Also los. Monsoki. Kann das was? Dieses finale Fantasie? Fans. die Lady. Kann das was? Dieses finale Fantasie? Ah. Sehr schön. Für den Planeten nehme ich mit allem auf. Hier bin ich. Ey, das war noch nicht alles. Okay, nächste Phase. Ne? Was ist denn das schon wieder? Eine Barriere? Seit wann setzen die denn sowas ein? Wohl bei Soldaten nicht aufgepasst, was? Weißt du es besser? Dann bitte nur zu. Oh! Hast dich wohl überschätzt, was? Ich übernehme das mal besser. Jetzt lass ich's mal richtig krachen! Pass nur auf, dass du ihm nicht zu nahe kommst. Oh, verdammt, ich war zu lang! Alles andere hätte mich auch gewundert. Mann, das macht so Spaß! Was zur Hölle? Wieso reden die ganze Zeit und das. Wieso geben sie sich die ganze Zeit aufs Maul? Sie sind doch im selben Team, oder nicht? Was meinst du, was ich hier die ganze Zeit mache? Moment, so. Cloud gibt einen Heiltrank sich selber. Dann. Magie. Blitz auf die Barriere kehren. Wirkungslos! Kein Stück!
Sauber! Jede Sekunde zählt. Zeigen wir es ihm. Mein Bastard. Lass mich mal. So. Genau. Hau mal weiter Blitz rein. Jeder hat eine Schwäche. Ich muss mehr Konter nicht. Ich weiß nicht, ob das geht. Zwecklos. Lange halte ich das nicht mehr durch. Mehr blocken, ne? Jetzt nicht schlapp machen. Vergesst die ganze Zeit, dass ich nicht R2 gedrückt halten muss. Mist. Ist das alles? Der Kern. Wir greifen von hinten an. Dann zeig mal, was ein Soldat so kann. So. Mist! Kann okay, also Barriere-Camp liegt geil mit Blitz. Ach so! Der Kerl ist da hinten! Es gibt auch nur keine Treffer. Oh, ich hab keine MP mehr! Fuck! Okay, steht an der Wille, könnte mal was bringen. Ja? Netter Versuch! Eine kleine Heilkur und ich bin wieder ganz der Alte! Okay, so, Gegenstände, Heiltrank. Mich zu treten, du Mistvieh, das tut weh! Gegenstände, Heiltrank. Die MP haben sich regeneriert, okay. So. Achso, ja, genau, du hast ja keine Punkte mehr. Genau, man muss dran denken, immer die Kommandos auszuführen. Das habe ich jetzt bei Cloudy Boy vergessen. Keine Strategie. Zwecklos, ist das alles? Oh, man sieht das Leben nicht. Huh. Darauf habe ich nicht geachtet. Ich schwebe über das Leben. Über den Feind. Sehr gut. Hier fühle ich mich zu Hause. Oh nein, Cloud greift mich an! Nein! Woher bekommt er seine Munition? It's a kind of magic, magic. It's a kind of magic. Limit Rausch. Gib immer den Weg. Er greift mit seinem Laser an. Nimm dich in Acht. Geht das auch ein bisschen konkreter? Geh hinter irgendwas in Deckung. Er darf uns auf keinen Fall frontal treffen. Okay, das ist so... Okay, das ist wirklich cool. Mit Deckungskampf, also verschiedene Trefferzonen, hinter ihm zu gehen. Besser schnell behandeln. Wenn du was hast,
dich bei der nächsten Gelegenheit heilen. Was machst du jetzt? Er greift wieder mit dem Laser an. Bin ja nicht blöd. Dann bring dich in Sicherheit. Keine Chance. Ja, es reicht auf nicht. Ihn. Er greift jetzt echt häufig. Ich brauche eine Heilung. Ja, das ist richtig. Ist das alles? Ich sollte meine Wunden besser schnell behandeln. Der Laser, beeil dich! Spielen wir hier verstecken? Kannst dich auch gern rösten lassen. Wie viele unterschiedliche Dialoge? Halten Sie das dann aufrecht? Okay. In jedem größeren Kampf? Da bin ich mal gespannt. Ey, die jetzt haben ist er verwundbar. Zum Angriff! Hey, er sollte verwundbar sein, Cloud. Laber doch kein Kaber. Der ist nicht verwundbar. So. Ich muss mir die Angriffsmuster merken. Keine Chance. Jetzt gebe ich an. Er nimmt uns ins Visier. Geht los in Deckung. Ja, Gabama. Das war's dann. Nein! Oh nein! Er hat's doch durchgezogen, obwohl er geblockt hat. Jetzt, Ali! Das ist unsere Chance, Mann! Huch! Cloudy Boy! What you doing, man? Noch eine Phase. Ah, okay. Jetzt ist er kaputt. Hey, mit dem Ding stimmt etwas nicht. Er repariert sich. Schnell. Wir müssen ihn vorher ausschalten. Ha, das brauchst du mir nicht zweimal zu sagen. Wenn er am Boden liegt, kriegt er Saures. Haha, kann's kaum erwarten. Schön. Jetzt kriegt er sein Fett weg. Allerdings. Steh mir bloß nicht im Weg rum. Irgendwann mach sogar ich schlapp, aber sicher nicht heute. Das zweite Bein ist auch hinüber. Jetzt gibt's eine fette Tracht Prügel. Okay. Ihr seid jetzt zu teuer, Bursche, ne? Nice! GG! Hi, Elux! Mist, ich komme nicht dran! Detonation in 20 Minuten. Geht doch. Dieser Skorpion hat echt einen Orden verdient. Los, raus hier. Wedge hat den Fluchtweg gesichert. Raus hier, schnell!
Okay, ich bin gespannt, ob 20 Minuten reichen. Gut. Hey, Lux. Ich bin auch auf die Waffen gespannt. Mal gucken. Mal gucken. Wir wissen halt, das Ding ist halt, jetzt zu sagen, dass das für den ersten Teil 70 Euro zu viel ist, weiß man halt einfach nicht, ne? Das ist halt, wir wissen nicht, wie groß das Spiel ist, wie lange wir unterwegs sind, wie viel können wir von der Stadt entdecken. Nichts überstürzt. Was gibt's da zu tun? Bis hier und nicht weiter. Jetzt! Tschüss! Es soll halt normal spielgroß sein. Mal gucken, ne? Was das heißt. Der Fight dauert aber ganz schön lang. Also, ich fand, das Bosskämpfe können von mir aus ruhig 10 Minuten dauern. Also, 5 bis 10 Minuten. Hätte jetzt 4 Phasen. Also, das fand ich mega. Ruhig mehr von solchen Kämpfen. Ich mag es, wenn es dann einfach länger dauert und man gewisse Strategie fahren muss. Ach so, du meinst die. Bist du ja, die Weapons. Ach, die Weapons. Ach so, ich dachte schon. Wonach sieht's denn ja, aus? Das mein Bein steckt fest. Da bin ich gespannt. Ich weiß nicht. Hast was gut. Hey, wir treffen uns da vorne. Pass mir ja auf Jesse auf. Wir treffen uns da vorne. Ja, da hinten. Hier entlang. Okay, Milady. Hier sollte uns direkt zu Barrett führen. Hier geht's zum Ausgang. Beeil dich! Wir wollten noch looten. Wait a minute. Worauf wartest du denn, Klaus? Mach hin! Ich beeile mich schon. Ich bin so schnell wie eine Wolke. An einem stürmischen Tag. Lady? Schneller! Spar dir den Atem und konzentrier dich aufs Klettern. Ja, aber wenn ich nicht rede, werde ich so nervös. Mach doch, was du willst. Barrett! Geh schon mal vor, Jesse! Die Tür ist jetzt wichtiger! Aber... Mach dir um mich keine Sorgen. Hab ja Soldat Geleitschutz. Ex-Soldat. Da sind sie! Festnehmen! Hier knallt's gleich! Aus dem Weg! Barrett, reden bringt hier nichts. Was? Sie wird eliminiert? Nein, 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 nein. Sollten wir uns etwas beeilen? Aber wir haben noch 17 Minuten, also noch chillig, also. Ich sehe da keine Probleme. Ich sehe da keine Probleme. Das sind ja nur 17 Minuten. Mist, das ist noch so. Oh Gott, noch so einer? Verschwinde. Jetzt. Sehr gut. Los! Auf jeden Fall. Gib Gas! Los! Du siehst ziemlich mitgenommen aus. Mach mir nicht schlapp. So wird das nix, so doch. Es ist vorbei! Los! Jetzt oder nie! Der Feind ist geschwächt. Los! Bis hier und nicht weiter. Okay, okay, okay. Sehr schön! Da passt noch eine Runde liegt dazwischen. Ach so, wir müssen den ganzen Turm rauflaufen, oder was? Okay, das dauert. Pass auf, wir
Sehe ich selbst. Verschwinde. Tschüss. Los. Kein Problem. Es ist aus. Bis hier nicht weiter. Der hat mich noch mit Feuer erwischt. Meine Güte. Immer schön unterwegs, schon mal Heiltrank reinschmeißen. Und looten. Dafür ist immer Zeit. Ist das, also ich hoffe vielleicht, dass man quasi perfekt blocken kann, das wäre cool. Dann würde sich das lohnen, ansonsten ist man die ganze Zeit mehr einzuhalten, das wäre ein bisschen lame. Schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir diese Fähigkeit irgendwie, ne, perfektes Konter. Ganz bestimmt nicht vor dir. Hier. Los, ist das alles? Los geht's. Okay, so. Heiltrankkraft Claudi, Magie auf Bird. Ich zähle auf dich. Sehr schön. Ich bin gespannt, wie sich das Spiel spielen lässt. Hoffentlich auf das Schlauchlevel-System wie in Final Fantasy 13. Mir ist das ehrlich gesagt egal. Solange es Sinn macht und cool ist, ich brauche kein Open World. Realistisch ist mir scheißegal. Und neue Spiele sind nicht so wie damals Final Fantasy 13. Wenn sie das noch so wären. Es würde mich wundern, wenn das so wäre. Mal gucken. Also solange das Sinn macht und gut umgesetzt ist, ist mir Schlauch lieber als eine Open World, ehrlich gesagt. Ich kann Open Worlds nicht leiden. Warum? Weil bei Open Worlds geht die Story verloren nach einer Zeit. Weil du immer irgendwas anderes tust. Du bist im Sammeln oder Nebenmissionen machen und so und dann kehrst du irgendwann zur Story zurück. Nach 20 Stunden. Da mache ich lieber ein striktes, ne, dieses Metro-Prinzip quasi. Das Schlauch, offenes Areal, Schlauch, offenes Areal. Das war richtig gut gemacht. Bis jetzt mein Lieblingskonzept von so einem Level-Design. Sir. Nun. Ja, die Explosion hat nichts kaputt gemacht. Achso, ja klar, natürlich, sie haben sich natürlich selbst zerstört, klar, klar. Jetzt mach schon, mach schon, mach schon! Die böse Plan war es. Die kleine Bombe hätte den Reaktor gar nicht kaputt gemacht. Hey, worauf wartest du? Bitte fliehe hier raus. Huch. Ah.
geht's denn? Aufheben, mitnehmen. Ich würde es dir schon sagen, wenn es nicht so wäre. Das fasse ich mal als Ja auf. Cloud! Wow, das war cool. Los, weiter. Ja, das war's mit der Demo, ne? Fuck, hat richtig Bock gemacht. Ah, ist schon vorbei, ey. Sephiroth! Kriegen wir noch sein Lied zu hören? Schade. Also mitunter eines der geilsten Stücke für einen Charakter. Wie nennen sie sich diese Charakter-Themes oder so in Videospielen, die man, also manchmal nutzt man das als Stilmittel quasi, um immer wenn jemand auftaucht, dann kommt ein gewisses Musikstück. Und Sephiroth hat einfach so, heiße Elster, die Musik ist so geil. Ich muss dann auch sagen, sie ist sehr nah dran am Originalen. Und sie haben es einfach nochmal aufgeplüscht, nochmal besser gemacht und alles schön. Schade, viel zu schnell vorbei. Eine Stunde jetzt, ne? Und wir haben noch ein bisschen gequatscht und so. Die Spiel befindet sich derzeit noch in Entwicklung. Die Demo-Version kann sich vom Endprodukt unterscheiden. Nein. Ich meine, was wollen sie noch machen innerhalb jetzt? Es müsste schon Gold sein, das Spiel. Ich weiß nicht, ob es schon Goldstatus, ob sie schon gesagt haben, dass es Goldstatus hat. Aber normalerweise einen Monat vor Release, da wird man nicht mehr viel anderes haben. Hi Orpheus, das war. Von Anfang an war das klar, dass ich mir das hole, weil ich bin großer Final Fantasy Fan. Fan ist halt falsch. Ich mag die Welt, in der Final Fantasy spielt. Die Charaktererzählungen, die Stories und so weiter. Ich mag das Final Fantasy nicht generisch 0815, du bist ein Held, du tötest alles und zum Schluss bist du sonst irgendjemand, sondern Final Fantasy ist so ein bisschen anders. Ich weiß nicht, wie ich es sonst bezeichnen soll. Es ist halt nicht einfach generisch den ganzen normalen Scheiß, den man sonst irgendwo kriegt, ne? Sondern du spielst natürlich jemand, der wichtig ist für die Rolle. Und du rettest die Welt, aber der Weg dahin ist nicht so vorhersehbar, wie man denkt. Ne? Man denkt, okay, du bist der Held, gut, die stellen jetzt ein paar Dudes an, die haben ein bisschen Story, that's it. Ne? Das halt, Final Fantasy ist immer so eine, wie soll ich sagen, es ist halt so eine Wundertüte. Ne? Du weißt, wie die Tüte aussieht, ne? Weil du sie schon x-mal gesehen hast. Aber wenn du in die Tüte reinguckst, dann ist das nicht das, was du jetzt erwarten würdest von einem Spiel. Die CDs sind doch schon gedruckt. Ach, sind sie schon. Also ist schon Gold gegangen. Also das ist halt dieser typische Satz unten. Ne? Ja, es ist Demo. Ist nicht verwandt mit dem Original. Um Gottes Willen.
Bitte was, Casey? Final Fantasy 12, größter Final Fantasy 9, größter Final Fantasy 8, größter Final Fantasy 7. Alter, dass Final Fantasy 12 ganz am Anfang steht, ist ja wohl Blasphemie. Das ist wirklich Blasphemie. Dankeschön, Rake. Dankeschön. Instant Bun hier aus auf dem Stream. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe Final Fantasy 12 dreimal angefangen und hab's wieder zur Seite gelegt. Ich muss halt einfach sagen, meiner Meinung nach ist 12 immer noch der schwächste Teil der ganzen Reihe. Wobei mir halt einige Sachen darin gefallen. Ich müsste mich mal durchbeißen und noch spielen, aber ich mag den Charakter nicht. Ist ganz schlimm und Penelo auch. Ich mag die nicht. Ich mag die Charaktere in dem Final Fantasy nicht. Und die Welt ist so ein bisschen... Ja, sie ist interessant und so, aber ich hatte es nie gecatcht. Weißt du, das ist halt so... Final Fantasy... Irgendwann nimmt es einen mit und lässt dich nicht mehr los. Und das hatte ich bei 7, das hatte ich bei 10, das hatte ich bei 13, wobei der erste Teil schon kacke war. Man muss sagen, 13 und 12, die geben sich da in die Richtung nichts, ehrlich gesagt. Aber 13.2 meiner Meinung nach mit eines der besten Final Fantasies, die es jemals gab. Weil ich den Aufbau interessant finde, wie sie es gemacht haben. Weil ich die Welt cool finde, in der das spielt und so. Und 13 ist halt leider... 13 ist halt ein Schlauchfest. Ohne Sinn und Verstand einfach Schlauch eingeballert. Und die Charaktere sind so auswechselbar, dass es schon in den Augen wehtut. Also ich würde 13 vielleicht sogar noch weiter runterstufen als 12, weil 12 hat wenigstens einigermaßen, ne, hat eine Story, Charaktere sind nicht kacke oder so nicht aussexbar, sondern ich mag das Setting halt einfach nicht. Und die Charaktere. 13 war halt, Abschaum würde ich jetzt nicht sagen. Das Problem ist halt, dass Final Fantasy allgemein ein unfassbar gutes Spiel ist. Und 13 wird dem halt nicht gerecht. Heißt nicht, dass 13 kacke ist, sondern es ist einfach nur, genauso wie meiner Meinung nach Dark Souls 2 halt nicht so ist wie Dark Souls 3 oder 1. Ne? Das ist halt so, das sind ja diese hohen Maßstäbe, die man über Jahre setzt und dann haut man 13 raus und denkt sich so, huch! Ne? 13 ist ein Spiel für den Gamecube. Ich mag 7 nicht wegen den Charaktermodellen. Echt nicht, okay. Sphero-Brett ist einfach geil. 15 ist kacke. Ich finde, 15 war das, was man sich als Final Fantasy-Fan immer gewünscht hat, quasi. Eine offene Welt, die du bereisen kannst, Questen, einfach erkunden, mit deinem Fahrzeug, Flugzeug rumfliegen und so. Es war halt leider content-technisch nicht ausgereift, wo sie dann noch jahrelang weitergearbeitet haben. Natürlich dann auch mit DLCs und so. Aber sie haben das ja ausgebaut. Ich müsste 15 nochmal spielen, um zu sehen, was sie aus diesem Spiel gemacht haben letztendlich. Weil sie haben ja ein oder zwei Jahre haben sie noch Content nachgeschoben und upgedatet. Ich glaube, sie haben nicht alles eingehalten, was sie mit dem Spiel vorhatten. Ich mag 7 nicht, weil der Held ein Arschloch ist. Hast du jemals 7 gespielt? Oder ist das jetzt nur dein Eindruck von der Demo jetzt hat? Die Stunde, die wir gespielt haben. Ich habe nur ein Final Fantasy gespielt und das war Nintendo S. Keine Ahnung, welches. Das dürfte dann diese Crystal-Geschichte gewesen sein, oder? Wie Final Fantasy 16 wurde bestätigt. Ich finde, 7 ist ein gutes Final Fantasy. Aber meiner Ansicht nach nicht das Beste. Ich weiß, da kriege ich auf die Fresse dafür, aber ich habe es halt nie als Kind gespielt oder so. Genauso wie ich Final Fantasy X nicht in meinen Augen aus der Kinderperspektive müsste ich dieses Spiel verabscheuen. Weil ich habe mich als Kind in der Ecke gespielt und habe es jetzt als Erwachsener. Ich habe es vor 3 Jahren, glaube ich, haben wir es wieder ausgeholt und wirklich zu Ende gespielt. Weil als Kind habe ich mich in der Ecke gespeichert. Und ich kam da nicht mehr raus mit meinem Bruder zusammen. Und wir haben das Spiel nie wieder angefasst. Ich habe das alle gespielt, ist ewig her, aber das Erzige zeigt es sehr, die Demo reicht mir. Ah, Zuckerweibchen, da sehen wir uns nochmal in einem Monat.
Cloud ist Cloud, aber Cloud ist nicht ohne Grund einfach so Cloud. Leider wird man davon nur einen Teil sehen. Aber das hat vielleicht... Ja, vielleicht hast du es einfach vergessen. Selber schuld. Selber schuld. Aber das ist halt so... Aber nicht mit dem Auto. Ist scheißegal, mit was ich unterwegs bin. Ob Chocobo oder mit dem Auto. Sorry. Das ist halt... Das Einzige, wo ich sagen würde, dass Final Fantasy XV halt verkackt hat, ist halt die Länge der Story. Die Story war unfassbar gut, meiner Meinung nach. Aber sie war halt an Stellen viel zu kurz. Wo man hätte noch mehr Stuff reinpacken. Haben sie ja jetzt halt gemacht. Es gibt jetzt halt die drei Story-Charaktere, DLCs, Dingens. Ne, wo man die Charaktere, die einzelnen Dudes besser kennenlernt und die eigene Parts kriegen, wo man die auch spielen kann. Aber ich habe bis jetzt keines dieser DLCs gespielt. Aber das Schönste war 9 für mich. 7 und 8 gute Charaktere und dann boom, hier Final Fantasy 9 mit Disney-Charakteren. Nein. Das Kampfsystem war mega geil. Mit die größte Stärke im Spiel und die größte Schwäche im Spiel. Das Kampfsystem, wenn man das Spiel wirklich zu Ende gespielt hat, und zwar in dem Dungeon, in dem man der Level 90er Dungeon, wo man sich nicht mehr heilen konnte, da hat man gesehen, was das Spiel wäre ohne das beschissene Heilsystem. Und wenn man das Spiel richtig spielen würde, wie es konzipiert war, dass es so sein sollte. Aber irgendwann hat man sich dazu entschieden, es für die breite Masse herzustellen, das Spiel. Anstatt ein einzigartiges Feature, ne, diese Echtzeitkämpfe drin zu haben, mit Kontern, Parieren und so. Und hat dieses beschissene Down-System mit Heilen unendlich implementiert. Das halt, ja. Genau, das ist halt leider die größte Stärke und die größte Schwäche. Und bei Final Fantasy VII, das, was ich jetzt gesehen habe, gespielt habe und gefühlt habe, ist, dass ich sehr gespannt bin, wie sich das vor allen Dingen später im Spiel sich spielt, wenn man mehr Fähigkeiten hat und so weiter. Ich fürchte halt, was jetzt ich in der Stunde gespielt habe, da kam schon so ein Gefühl auf, dass ich nur Viereck drücke. Und das... Aber mal gucken. Mal schauen. Ja. Ich habe um Gottes Willen nicht gesagt, dass Final Fantasy XV das beste Spiel ist. Aber für mich kommen Final Fantasy 13 und 12 noch drunter. Unter Final Fantasy 15. 15 ist solide. Es hat einige Sachen gut gemacht. Story war meiner Meinung nach geil. Hat Spaß gemacht. Ich fand die Story, die Wendepunkte und so waren interessant. Man hat so viel Final Fantasy gekriegt, wie man möchte. Aber es war halt streckenweise einfach dünn. Und auch zu kurz erzählt. Und ja, Open World hat halt seine Vor- und Nachteile. Und der Nachteil ist halt, ne, dass Open World halt sich meiner Meinung nach nicht gut für Geschichten erzählen eignen. Metro Exodus hat meiner Meinung nach das für mich perfekte Weltdesign erschaffen oder geschaffen, das andere Spiele vielleicht auch haben, keine Ahnung, ist mir eigentlich auch egal. Aber prinzipiell Schlauch Open World. Ne? Dieses nicht ganz Open World-eskige, aber du hast halt Areas, die du erkunden kannst, aber wenn das Spiel sagt, okay, ne, du hast genug erkundet, ne, du hast jetzt hier Sachen gemacht und getan, jetzt wird wieder Geschichte erzählt, ne? Und du wirst weitergeführt in die Geschichte und guckst nicht immer in der gleichen Open World rum und fährst von einem Punkt zum nächsten, um die Story zu erleben. Man muss sich dann aktiv dafür entscheiden, die Story zu erleben und lässt dann alles andere liegen, weil du die Story erleben möchtest. Und aber dafür musst du dann die ganzen Nebengeschichten liegen lassen. Das ist halt so... Nur Witcher hat das irgendwie so ein bisschen geschafft, was halt für mich die meisten Spiele nicht können.
nämlich die Nebenstories genauso interessant zu gestalten wie die Hauptstories. Und da bin ich schon sehr auf Cyberpunk 2077 gespannt. Nehmen wir, wie es ist. Final Fantasy ist scheiße, spielen wir lieber Warhammer 2. Final Fantasy ist halt, es macht so Spaß. Es ist halt, jeder denkt darüber anders. Ne? Jeder, der eine findet Final Fantasy 7 geil, der andere 9. Wiederum andere sagt 10 ist geil. Niemand sagt, dass 12 geil ist, weil 12 kacke ist. Niemand! Aber wir sind uns einig, dass 13 schon echt traurig war. Aber 13.2 halt für mich immer noch mitunter eines der besten Story- und Welterlebnisse war, die ich bis jetzt hatte. Ich liebe 13.2. Unfassbar. Einzigartig. 13.2. Einzigartig. Deal with it. Und 13.3, sorry, aber habe ich das schon erzählt? 13.3 habe ich mir kaputt gemacht. Und zwar, es gab einen Peak. Ich habe mir Lösungsbücher gekauft. Welcher Mensch macht das? Ich habe das gemacht. Und ich habe noch ein Lösungsbuch gespielt. Einmal in meinem Leben, nie wieder. Und seitdem kann ich 13.3 nicht mehr spielen. Das ist halt so, dieses Verlangen, alles und jeden zu retten in dieser scheiß Welt, ist halt einfach so groß. Ich müsste mal ernsthaft versuchen, 13.3 zu spielen. Das ist halt so, 13.3 erwähnt auch halt auch niemand, weil das halt so, okay, vorbei, let's go. Klar ist 12 geil, aber wenn man es nicht durchgespielt hat, darf man keine Meinung haben. Das ist völlig falsch. Also, das ist halt, da hatten wir gestern auch dieses Arc-Ding. Wenn einem das Spiel nicht gefällt, dann spielt man es nicht durch. Warum sollte ich ein Spiel durchspielen, wo ich mich fühle, als würde ich mich dadurch quälen? Ohne es jetzt abwerten oder sonst was zu meinen. Aber wenn einem das nicht gefällt, wie es sich anfühlt, wie es spielt, wie die Welt ist und so. Horizon Zero Dawn habe ich nach 7 Stunden abgebrochen. Und meiner Meinung nach eines der langweiligsten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Einfach weil dieses, prinzipiell ist diese Welt okay, ne? Aber es ist halt nur so ein durchschnittliches meiner Meinung nach ist das halt, das Spiel ist Schrott, ne? Ich hab's verkauft. Das ist einer der wenigen Spiele, wo ich gesagt habe, ich will so viel Geld für das Spiel wie möglich haben. Ich bin bei dir und sage, dass man oftmals sehr schnell urteilt über ein Spiel. Innerhalb der ersten Minuten oder Stunden. Aber ich versuche immer, einen gesunden Mittelmaß zu finden zwischen Spielen und versuchen, die Welt aufzunehmen und versuchen, auch alles einzufangen und irgendwann dann auszumachen, weil es keinen Spaß macht. Und manchmal, da spielt man 7 Stunden und man merkt, okay, es ist einfach scheiße. Und dann macht man aus und dann verkauft man das Spiel. Ja, da sind wir anders, Donalex. Ich habe viele Spiele gekauft und habe viele Spiele nicht durchgespielt. Das ist halt so, dass meine Frau schüttelt auch immer im Kopf, wenn wir irgendeine Serie anfangen und ich sie nicht zu Ende schaue. Ich habe meinen Spaß, währenddessen ich das Spiel habe, währenddessen ich spiele. Aber meiner Meinung nach, was sehr viel an einem Spiel weckend ist, wenn das Ende kacke ist. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Aber es ist halt so, wenn das Ende kacke ist, nimmt das sehr viel mir weg. Und deswegen irgendwann kommt zu der Punkt, wo ich zufrieden bin. Ich hatte meinen Spaß. Ich muss nicht wissen, wie es zu Ende ist, zu Ende geht. Ne? Mit meinem Kopf hat sich irgendein Ende schon geformt. Und dann ist es zu Ende für mich. Ich muss es nicht durchspielen. Oder irgendwie mich zwingen dazu, das durchzuspielen und zu sagen, ja, ich habe das Spiel durchgespielt. Sehr gut. Abhaken. Nächstes Spiel. Das tut mir sehr leid. Vor allen Dingen für die Leute, die gerne das Ende eines Spiels sehen möchten.
Sorry, Kao, aber das ist halt so, für mich ist halt immer der Weg das Ziel und ich habe so lange Spaß, wie ich Spaß habe und dann ist vorbei, ne? Dann ist gut. Das Setting hat eigentlich nichts damit zu tun oder so, sondern bei Horizon, ich fand halt allgemein, war fad. Aber ich darf nicht weiterreden, sonst kommt Drake und schreit mich den ganzen Tag nur noch an. Ich muss es mal spielen, wenn Horizon Zero Dawn 2 kommt. Irgendwann packen wir es nochmal aus und probieren es. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht gibt es mich bis dahin gar nicht mehr. Aber, heide Toxic. Aber das ist halt, ja. Meinung gibt's viele. Meine ist selektiv. Und um Gottes Willen nicht objektiv. Also, meiner Meinung nach gibt es sowas wie eine objektive Meinung. Das gibt es nicht. Es gibt eigentlich keine objektive Meinung zu einem Thema. Wie No Signal? Ich habe die PlayStation ausgemacht. Natürlich tut er das. Was soll er sonst spielen den ganzen Tag? Denkst du, der spielt irgendwelche interessante Spiele? Nee, der spielt immer komische Spiele, dieser Brick. 24 Stunden Fortnite? Nein. Ich wollte es eigentlich heute gar nicht so lange streamen. Ich wollte eigentlich anmachen, Final Fantasy spielen und wieder ausmachen. Was spielen wir denn jetzt noch? Wir haben eine Stunde oder zwei. Habt ihr schon die Änderung bei PoE? Also was jetzt als nächstes kommt, ich habe schon ein bisschen gesagt, was wir als nächstes spielen, ne? Die nächsten drei Tage, ich weiß nicht, was wir spielen. Also ich denke, wir werden ein bisschen chillen, wenn irgendwas auf uns zukommt. Wäre schön, wenn nicht, dann sei es drum. Ich würde einfach die nächsten Tage spontan gucken, wie ich Bock habe oder nicht. Kann sein, dass mir der Stream kürzer ist oder ausfällt. Einfach ein bisschen noch chillen, solange wir nichts zu spielen haben. Ne, dass wir es wieder ein bisschen ruhiger angehen und dass wir dann ab Freitag nächste Woche, dass wir da wirklich komplett ausrasten. Ich habe Urlaub genommen vom 16. bis 20. Das heißt, wir 24/7 PoE und Nio. Nur die Frage ist, wie wir das organisieren. Das weiß ich noch nicht. Genau, am 6. kommt was Neues. Genau. Am 6. kommt Yes, Your Grace. Das weiß ich. Das steht ganz oben auf meiner Liste to do. Dann kommt noch dieses Amöbel-Battle, das würde ich mir gerne anschauen, je nachdem. Ich hoffe, es kommt ein 10er oder so, wo wir mal reingucken können. Morgen. Genau, Yes, Your Grace. Ich hoffe, dass das ein bisschen Content liefert, dass nicht kacke ist, womit wir Zeit totschlagen. Es ist halt, alles, was jetzt kommt, sind einfach Lückenfüller. Für das, worauf ich mich schon seit Wochen, Monaten freue. Nio 2 ist einfach, da freue ich mich ja schon ewig drauf. D3 Season. Ja, immerhin. Also sie haben schon gesagt, jetzt liefern sie richtig Content. Also das ist halt, PoE wird neidisch. 3 neue Rüstungssets. Ich meine, oder sind es 3 diesmal? Oder war es letzte Mal? 3 neue Rüstungssets. Völlig verrückt. Völlig verrückt. So viel Content haben sie schon seit Jahren nicht mehr gemacht für das Spiel. Oh. Wisst ihr noch, damals, ich, naiv, kaufen wir den... Ich habe sogar geschenkt bekommen von jemandem, weil er so nett war. Ich, naiv, wie ich bin, Totenbeschwörer... Boah, jetzt hat, ne? Mit Totenbeschwörer holen sie sich jetzt nochmal die 10 € oder was und fangen an, richtig Content zu pumpen. Nix passiert. Ah, das ist halt so... Mann, ey. Warum haben sie nie was damit gemacht? Das ist halt so... Blizzard halt, ne? Wir müssen nicht drüber reden. Wir müssen nicht schon wieder auf Blizzard rumtrampeln. Die Armen. Die Armen.
Klar, in den Würfel ein Item mehr reinmachen. Hm. Ja. Ja, also ich will jetzt auch gar nicht großartig auf Diablo rumtreten. Es ist halt, Diablo ist halt das, was Diablo ist. Ein Spiel für die Masse. Und gut, wir haben unser Part of Exile. Da können wir rumnörden. Genau. Ich habe mich so auf den Totenbeschwörer gefreut. Schön, 20 Skelette und Golems und boom. Und dann, uff, deinstalliert. Uff. Und huch. Huch. Ah, huch. Ja, das ist immer. Und huch, deinstalliert. Das ist richtig. Dimbob. So, Moment. Yes. Du bist leider geil. Der wird auch sich auch denken. Bestes Spiel ever. Forever. Was ist eigentlich mit Raft? Ja, Raft. Ehrlich gesagt, reizt mich Raft nicht mal ein bisschen. Ich habe Let's Plays gesehen und auf dem Fluss rumgurken, sich Netze bauen und auf warten auf bessere Zeiten und ein bisschen tauchen für Metalle. Sorry, ich finde es einfach lame. Deswegen. Hm. Oh, was ist das? Mhm. Er erweitert sogar jetzt noch das Royalty-Update. Oh. Das halt, dieser letzte Satz mit dem Mod-Kompatibilität ist einfach. Deswegen ist Rivet so geil, wie es ist, ne? Er macht sich auch wirklich Gedanken, dass Mods nicht kaputt gehen. Cool. Dann kannst du echt nicht recht, Mann. Moment! Moment! alles klar, Speer, hau rein. Man kann es dir echt nicht recht machen. Das ist halt auf dem Raft, finde ich halt leider langweilig. Ne? Das ist halt so, man muss warten, bis Sachen passieren. Und ich mag es nicht zu warten. Oh, Gott sei Dank, Dimbob spielt 10. okay. Sehr gut. Ah, huch! Ich dachte schon. Wer spielt schon 10 zu. Okay. Okay. Auf 10-2 komme ich nicht klar. Irgendwann. In der fernen Zukunft. Irgendwann spielen wir 10-2. Und ich probiere es durchzustehen. Aber 10-2 ist für mich ekelhaft. Ekelhaft. Ekelhaft bunt und fröhlich. Ich möchte weinen! Nicht fröhlich! Tralalala, lass uns tanzen! Nein! Nein!
Nein! Ich will nicht! Mir ist scheißegal, ob ihr zufrieden seid oder nicht. Ich will einfach nur weinen in meiner Ecke. Ab 17. März Stellaris. Ja. Ja, 17. März Stellaris. Ja, das ist ein Problem, tatsächlich. Also, ich weiß noch nicht, wie wir das mit Stellaris handhaben werden. Da werden wir spontan schauen, wie es dann läuft. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie genau wir das handhaben werden, ehrlich gesagt. Ich hoffe mal, ich hoffe auf etwas, wodurch das einfacher wird, ehrlich gesagt. Aber sicher sind wir uns da ja noch nicht und so. Also mal schauen. Nee. 10 zwar spielbar. Wir nennen es mal spielbar. 12 ist auch spielbar. Und 13 ist auch spielbar. Stellaris trägt eh immer ein paar Patches. Ja, also ist halt. Für mich ist halt Nioh und Part of Exile jetzt das absolut Wichtigste. Und Stellaris hoffe ich, dass wir wieder, ne, Gelegenheiten, Opportunities. Ich brauche nicht weiter erzählen. Da hoffe ich einfach drauf und dann schauen wir mal. Nächste Woche, ne? Oder übernächste dann. Machen wir ganz einfach, du spielst PoE, wir gehen woanders hin. Ja, das könnt ihr machen. Also am Release-Tag sollten wir schon Stellaris spielen. Außer Opportunities. Müssen wir mal gucken. Aber wie gesagt, das ist einfach sehen. Nach Nioh kommt Sinnflut, ne? PoE, ich freue mich auch auf PoE, aber am meisten freue ich mich auf Nioh. Und danach können wir sehen, ne? Wir werden am Tag Nioh Release, den 13. haben wir direkt 16-Stunden-Stream. Wahrscheinlich werden wir so um, ich denke, also vielleicht fangen wir schon um 8 an oder wir werden es zuerst um 9 machen. Und mal schauen, vielleicht nach hinten hinaus quasi verlängerbar machen. Dass ihr quasi noch 1 oder 2 Stunden ranhängen könnt. Sodass wir quasi bis 1 oder 2 Uhr PoE spielen. Müssen wir mal schauen. Na klar funktioniert die A-Kekse. Also, könnte sogar besser funktionieren, je nachdem, welche Cluster noch kommen und so. Also angeblich laut dem Schreiber des Guides, also er hat gemeint, die wird 3-mal stärker. Da bin ich mal gespannt. Hat er gesagt, dass es seine Pläne, sagen wir es mal so. Hat er geschrieben, oder? Habe ich mich nicht verlesen. Also, er denkt, dass 3-mal mehr Schaden um die Ecke kommt. Schadenspotenzial. Als man jetzt hat, quasi. Da bin ich mal gespannt. Genau. Also Nioh ist einfach Top-Priorität. Und wie gesagt, also Stellaris am Release-Tag und ne, Opportunities. Ich denke, am Release-Tag spielen wir safe. Und da gibt es auch einen 16-Stunden-Stream. Wir haben 2 16-Stunden-Streams. Einmal gewünscht für Stellaris. Da müssen wir mal schauen, wenn es soweit ist, wie wir das handhaben werden. Und einmal 16 Stunden dann am 13. So ist jetzt jedenfalls der Plan. Da muss ich noch mal mit der Person reden, die sich das gewünscht hat, ob das okay ist. Oder wir es Wochenende machen. Mal gucken. Geht es dann noch ein bisschen hin? Bis dahin gibt es vielleicht nochmal einen 16-Stunden-Stream. Dann muss ich das ein bisschen umorganisieren. Aber ich habe frei für die Woche, für die ganze Woche. Und wir könnten schauen, vielleicht auch noch einen Montag mitnehmen, dass wir halt wirklich da 1,5 Wochen richtig durchpowern. Das hätte ich machen können, ne?
Ich hoffe, ich vergesse es nicht bis Donnerstag. Genau. Okay, so, dann, was spielen wir jetzt? Spielen wir überhaupt irgendwas? Ich meine, es ist ja schon 20 nach 8. Ja, ich habe heute spät angefangen, aber wie gesagt, also für mich ist momentan einfach ein bisschen chillen. Ich bin am Malen, ne, feucht, fröhlich, einfach ein bisschen, wenn dem Anime anschauen, ne, male ich fleißig, wenn es geht. Also manche Animes schon wieder auf Originalton mit Untertitel. Da kann ich nicht nebenbei malen und gleichzeitig den Anime gönnen. The Beginner's Guide. Ja, das hattest du vorher schon gesagt, dass du das sehen möchtest. The Beginner's... ich weiß, was du meinst. Das haben wir gesehen, diesen Trailer. Ich will The Beginner's Guide haben, danke. Genau, das sind diese komischen Programme und so, ne, wo man da eintauchen soll. Andere Vorschläge? Das ist aber schon ein Weilchen her, ne? Die andere Vorschläge, wollt ihr irgendwas anderes sehen? Wir könnten Tau noch weiterspielen. Ich finde immer noch für Tau sind 20 Euro zu viel. Also, weiß auch nicht. Für einen 10er kann man sich's gönnen, aber für einen 20, ey, uff. Uff. Einerseits kostet Stellaris DLC auch 20. Ich frage immer in die Runde, ob irgendjemand irgendwas sehen möchte. Und das haben, was heißt immer? Das haben wir jetzt in letzter Zeit so gemacht. Und dann vote ich, ne? Ja, Dungeon of the Endless haben wir gestern gespielt, nachdem es gewartet wurde. Leider gefällt mir das Spiel nicht. Aber mir gefällt es nicht. Also, vom Grundkonzept klingt's interessant, aber wie das Spiel aufgebaut ist, gefällt mir nicht. Bis jetzt. Also, wir müssen da vielleicht nochmal spielen. Jetzt verstehe ich, wie das Spiel funktioniert. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir das Spiel nochmal anfassen. Also, mir gefällt es halt gar nicht. Aber es ist Stellaris. Hey, Dropkick. Ja, bei Stellaris ist ja zusammen mit Total War Warhammer eines der wenigen Spiele, die immer wieder überarbeitet werden. Und zwar Stellaris, also da kann man nicht mal mit Warhammer vergleichen. Stellaris ist einfach nicht das Spiel, was es damals war. Also krass haben sie es abgedatet. Die kriegen von mir jeden Cent, den sie verlangen. Gut zugegeben, ich zahle nichts für die DLCs, also wird's schwierig. Ich würde ihnen jeden Cent geben für die DLCs. Weil einfach, ich bin von Stellaris und dem Team dahinter einfach überzeugt. Weil die einfach unfassbare Arbeit geleistet haben. Stellaris einfach absurd, muss man einfach sagen. Das ist halt nicht mehr das Spiel, das es damals war. Das von dem kleinen Spiel, wo man gesagt hat, okay, ne, das ist das einfachste Paradox-Spiel. Inzwischen, holy shit, man muss echt viel tun. Also ja, war es nicht wert. Ich erinnere mich kaum mehr, ehrlich gesagt, an das alte Spiel. Ich weiß noch, das alte Bausystem und was sie halt daraus gemacht haben, ist einfach geil. Ne? Lass das meine Sorge sein, Doug. Lass das meine Sorge sein. Ist nicht so, als hätte ich das nicht schon gemacht. Die E-Mail ging instant raus. Ich warte also auf das DLC seit Dezember. Ne? Okay, also prinzipiell hat niemand einen Vorschlag gemacht. Wir können jetzt ja was Kleines spielen, das ist tatsächlich richtig.
Die Frage ist, wollen wir es jetzt schon verpulvern? Ich würde es lieber gerne auf den Donnerstag schieben, dann haben wir Donnerstag safe was zum Zocken. Falls es ist. Money? What the fuck? Reiß halt das Feld ab. Genau, Streamer-Privilegien. Ja. Ja. Ich meine, ich tue ja hart arbeiten. Bin jeden Tag am Start. Das ist das Mindeste. Das ist das Mindeste. Hat jemand vorher gesubbt und ich habe nicht Danke gesagt? Commander, Ping, Localhost und Crayfish. Oh Gott, Crayfish. Ich habe Cray vergessen. Moment. Da war ich schwer beschäftigt mit Final Fantasy 7 und Stuff. Jetzt muss ich kurz mal schreiben. Es tut mir leid, Cray. Ich mieses Schwein. Ich und meine Dialoge. Es tut mir leid, sorry. So, wo sind Flüsternachrichten? Wird alles hier groß, ey. So, und dem Commander muss ich noch danken. Da muss noch eine Flüsternachricht rein. Sorry, aber das muss ich mal schnell machen. Binding of Isaac. Oh nein, ich weiß, was wir spielen. Ich weiß, was wir spielen. Danke, dass du das sagst. Genau, perfekt. Wir spielen tatsächlich so ein Roguelike und das wollte ich schon die ganze Zeit anschauen. Das können wir jetzt so machen. Wir spielen Moonlighter. Das wollte ich die ganze Zeit schon mal anschauen. Weil ich habe immer gesehen und ja, es soll ganz cool sein und so, ne, aber ich habe es nie gespielt. Ich habe es einfach damals verpasst. Oder heißt es Moonlighter? I think so. Ich glaube, das heißt Moonlighter, oder? Da gab es jetzt auch ein Update und so. Genau. Das ist dieser Shopkeeper und so. Okay. Okay, so, dann wechseln wir mal schnell das Spiel. Wir sind ja immer noch in Final Fantasy unterwegs. Komm in der Sei. So.
Da gibt es schon die DLC. Kostet 7 Euro, ne? Moonlight habe ich instant durchgesuchtet. Okay. Nur 52%. Uiuiuiuiui. Okay, gut, das können wir wohl lassen. Okay. Ja, Final Fantasy 7. Ich bin gespannt. Ja, das DLC soll aber nicht gut sein. Anscheinend. Laut Bewertungen. Huch. So, das wollte ich schon die ganze Zeit mal anschauen. Jetzt haben wir die Gelegenheit dazu. Ich habe die ganze Zeit schon die Gelegenheit gehabt. Aber gut, jetzt haben wir die Gelegenheit. Ach, der Abend ist schon vorbei, meine Freunde. Nee. Da können wir eine Stunde in so ein kleines Spiel investieren. Oh Gott, jetzt habe ich einen Ohrwurm von der Titelmelodie von Final Fantasy. So eine Scheiße. Ja, ist ein Monat hin, ne? Also, da können wir mit Nioh und PoE hoffentlich viel Spaß haben. Und dann auch noch der Monat zu Final Fantasy 7 kommt sehr schnell. Und ist dann auch sehr schnell wieder weg, ne? Da bin ich gespannt. Wann kommt eigentlich Doom? Ja, Doom ist einfach... Das Problem bei Doom ist, es ist ein Snack. Ne? Das Spiel hat man innerhalb von 15 Stunden oder so durchgespielt. Genauso wie Resi 3. Das sind einfach keine Spiele, wo ich weiß, dass ich 50 Stunden spielen werde. Wobei Doom anscheinend auch irgendwas Endgame-technisches farmbar macht und so. Aber das ist halt so... Mal sehen. Mal sehen. Also es ist halt, ja, Doom. Mir war Doom damals, dass die 2016, glaube ich, war es, ne? Die 2016 kam es ja raus. Mir war es auf jeden Fall zu schnell. Und mal gucken. Wahrscheinlich schauen wir rein, wie immer. Aber für mich ist Prio jetzt erstmal Niveau 2. Und danach kommt die Sinnflut. Rip und Tier, mein Freund. Ja, das ist mir halt... Also, ja. 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 Farm und Fix 2020! Oh mein Gott! Gott sei Dank habe ich das noch entdeckt. Oh nein. Okay, mein Leben ist ab dem 5. März vorbei. Was haben wir denn hier? Okay, haltet euch fest. Tut, tut! In 1840, one man transformed travel in Britain. Es sieht so schön aus. His name was George Bradshaw. And his railway guides inspired the Victorians to take to the tracks. Zugfahren! Es sieht so schön aus. He told them where to travel and what to see. Now, 180 years later, drive the length and breadth of the country with Great British Railway Journeys.
Ach, du Scheiße, ey. Was ist das eigentlich für ein Powered by Train Simulator? Eieieiei, das kann ja nur was werden. Wie viel kostet es denn? Das kostet bestimmt direkt 40 Euro oder so. Für 5 Strecken. Dass da ein Dude 2 Wochen dran saß und die Gebäude hin und her geschoben hat und die Gleise gelegt hat. Google Earth einfach nachgebaut im Spiel. Oh. Wenn man seine Freude hat, schön. Ich mal Figuren an, ne? Das ist halt so, okay. Okay, dann kann man auch in einem Zug sitzen. Also virtuell. Und sich von A nach B kutschieren lassen. Und auf Zugsignal achten. Ne? Spiel doch New Gundam Break, Kerl. New Gundam. Oh, 50 Euro. Huch. Peggy 12. Unreal Engine. Ich habe übrigens Gundam, wie heißt das? Wie heißt das nochmal? Gundam, Iron-Blooded Orphan haben wir uns angeschaut. Das ist nicht mehr Gundam. Lul. Wieso ist der eine Gundam viel größer als der andere? Nee, ich habe einmal in Gundam gespielt und das war mega geil und das war Mobile Gundam Suit. Wie heißt es nochmal? War das auf der Xbox One oder auf der PlayStation 4? Dynasty. Das war auf das Prinzip von Dynasty Warrior und das war, glaube ich, der dritte Teil. Der war mega geil. Das hat super viel Spaß gemacht. Da spiele ich lieber den Landwirtschaftssimulator als das Zugspiel. Was? Beide Staffeln. Ich habe es ausgehalten bis zur 25. Folge. Als dann ein Gundam eine Zange rausgeholt hat, um den feindlichen Mobile Suit mit einer Zange. Ich hab gesehen und dachte, what the fuck? Ich wusste nicht, ich hab instant ausgemacht, als er die Zange rausgeholt hat. Das ist halt so, das hat mich schon die ganze Zeit gestört gehabt, dass die Dudes quasi mit Metallklötzen sich aufeinander einhauen, ne? Es hat mich schon die ganze Zeit irgendwie genervt und gestört. Keine Laserstrahlen, nur die schießen die ganze Zeit mit normalen Kanonen aufeinander. Das tat mir so, okay. Die Story war auch so, Und als der dann die Zange rausgeholt hat, da war für mich diese Serie tot. Das war dann zu viel. Das war dann zu viel, ey. Uff. Es gibt keinen 4K. Und meiner Meinung nach die besten. Aber das Ding ist halt, ich kenne auch leider zu wenige. Ich kenne halt leider zu wenige, um sagen zu können, dass das die Besten sind. Sie sind halt sehr gut. Das ist halt so. Das ist halt für mich, je mehr Laser, desto besser. Es gibt eigentlich nicht genug Laser. Was mich nicht stört, das ist halt so. Es ist leider nicht zu besorgen. Das ist halt das, was mich am meisten nervt. Dass man sich Gundam Destiny. Gundam Seed Destiny sich prinzipiell nicht kaufen kann. Unter den Sternen der Nacht gibt es ein Land, das so alt ist wie die Vorstellungskraft. In einer Nacht tauchten in diesem Land Labyrinthe voller außergewöhnlicher Schätze und
tödliche Kreaturen auf. Sie nannten sie die Dungeons. Seltsame, sich ständig verändernde Ruinen unbekannter Länder. Bald wurde in der Nähe des Dungeons ein Dorf der ein wenig Neugierigen gegründet. Diese nannten sie Rynoka. Unter den Siedlern strahlten zwei Gruppen am hellsten. Helden und Kaufleute. Ruhm und Reichtum. Aber die Dungeons erwiesen sich als zu gefährlich. Das Leben wurde hart für die Stadt, vor allem für den jungen Besitzer des ältesten Laden, Will Moonlighter. Der lange davon träumte, die geheimnisvolle fünfte Tür des Dungeons zu öffnen. Willy! No! Okay. So. Ich hab nichts. Ich kann mich bewegen. Und Kisten kaputt machen. Yay! Ich kann ausweichen mit LT? Nein, garantiert nicht mit LT. Anhänger-Hotkey ist mir scheißegal. Rollen ist garantiert nicht LT. Das kann ich dir versprechen. LT garantiert nicht. Vielleicht in Vorbereitung... Vielleicht in Vorbereitung für Nioh schon mal auf A legen. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. So. Also, Rollen A. Primärangriff X. Sekundär Y. Inventar B. So, das ist doch schon was. Genau, das ist da, da sehe ich mich schon mal. So. Wow, du hast wirklich viele gesehen, ey. Was? Der macht 11.000 Schaden. Man könnte auch 101 Schaden machen oder so, aber er macht 11.000 Schaden. Okay. Wir haben einen Holzhammer. Okay, jetzt wird's real hier, meine Freunde. Hammer! Besen! Ah, das ist ein Besen! Oh! Wir machen den Dungeon sauber. I see. Ich hab gar nicht gesehen, dass es ein fucking Besen ist. Junge, du kannst doch nicht in den Dungeon gehen mit deinem Besen! Nimm doch wenigstens eine Schaufel oder sowas! Du kannst doch den Dungeon nicht leer fegen. Na, eigentlich doch. Gießereireste. RB. Was haben wir noch drin? Stoff. Er räumt hinter den Helden auf. Kaputtes Schwert. Gießereireste. Er macht hinter den Helden sauber, meinst du?
Okay. Okay. Ich soll hier sterben, habe ich so das Gefühl. Ja, mit einem fucking Besen bist du da reingegangen. Wie sollen wir das Stadion kaputt machen? Der Toxic hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Für mich sind es die... Deswegen habe ich ja gesagt, eigentlich kann ich nicht davon reden, dass es die Besten sind, weil das halt Quatsch ist, weil ich halt die anderen prinzipiell noch nicht geguckt habe. Und neben Iron-Blooded Orphan habe ich prinzipiell keinen gesehen. Das ist halt geil. Jetzt habe ich Iron-Blooded Orphan gesehen, jetzt kann ich sagen, dass es bis jetzt der Beste ist. Aber dafür müsste ich halt die anderen noch anschauen, aber pff, irgendwann mal. Hattest du Moonlighter nicht mal gespielt? Nein. Das ist ein Mob. Hm. Ganz alleine. Ruh dich aus, ein Weilchen aus, Will. Bei mir bist du sicher. Okay. Solange er nicht mit einer fucking Besen dahin geht. Ja, sieht man auf jeden Fall besser als Destiny, aber Destiny kenne ich leider nicht so gut. Ich habe es auf jeden Fall ein paar Mal gesehen, aber gut. Selbst als Kind hast du dich bereits für Dungeons interessiert. Schlösser. Türen. Ausgang und Schlösser und Türen. Okay. Kein Zweifel, du bist genau davon besessen wie der alte Pete. Ja? Morgen, Jungen. Hat sich unser kleiner Händler etwas übernommen? Super besetzt. Bitte. Will, hör mir zu. Ich will ja nicht mit dir sein. Mit dem Bob da reinzugehen ist ein bisschen dumm gewesen. Das weißt du aber selber. Du bist der Letzte deiner Familie. Niemand außer dir kann sich um den Moonlighter kümmern. Du kannst nicht so weitermachen und alles aufs Spiel setzen. Dein Leben für diesen Unsinn vom fünften Tor zu riskieren ist dumm. Ha, hab ich's nicht gesagt? Lass es einfach auf sich beruhen. Sammle einfach ein paar Artefakte und verschwinde dann. Mit deinem Anhänger aus dem Dungeon. Und verflixt nochmal, hör auf, deinen Besen als Waffe zu benutzen. Hab ich's nicht gesagt, dass er das sagen wird? So. Ja, die Hölle. Horror ist auch so schlimm, die Toxic. Hölle und Horror. Horror ist absolut unfassbar. Jedes Mal, wenn sie die Horror sagen, werden wir sauer, wenn wir uns das anschauen, ey. Horror ist wirklich... Das ist halt... Horror. Das ist halt wirklich... Das ist Horror. Gott, halt's Maul! Wenn du einmal nach Horror sagst! Da draußen ist es ganz gefährlich, so ganz allein. Nimm das hier. Das habe ich damals benutzt. Jetzt brauchst du es mehr als ich. Wir kriegen Schild und Schwert. Crazy. Na gut, dann hoch mit dir. Du lässt den Tag verstreichen. Kümmere dich um deinen Laden. Sehen wir doch mal, ob wir dir ein paar meiner Tricks in den Schädel hämmern können. Die habe ich von deinem Großvater. Okay. Das ist schon so viele Jahre her. Kommst du mal rüber, ne? Kommst du mal rüber? Okay. Um deine Sachen erfolgreich zu verkaufen, bedarf es zweier Dinge. Die Sachen und dass man es kaufen kann? Kenne den Wert und die Nachfrage eines Gegenstands. Komm schon, öffne den Laden und lass die Kunden herein. Okay.
Hast du das gesehen? Der optimale Gesichtsausdruck. Der Gegenstand war weder zu teuer noch zu billig. Achte auf die Gesichter deiner Kunden. So hat dein Großvater immer herausbekommen, ob die Preise stimmten. Man muss die Kunden anschauen? Oh Gott, ich habe das immer völlig falsch gemacht. Deswegen bin ich pleite gegangen. Man muss die Leute anschauen. Ah, und ich habe immer auf den Boden gestarrt. Na, zu teuer. Muss ich dir wirklich sagen, dass der Gegenstand zu teuer war? Bei dem Gesicht würde ich nicht verkaufen, zumindest nicht Zocker. Das war eine wertvolle Lektion, Jungchen. Denk dran, verkaufe beliebte Gegenstände nicht zu oft. Okay, ja. Überwachen und Artefakte, die du entdeckt hast. Kann ich in die Tasche, die Ding schauen, alles klar. So. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich irgendeinen wichtigen Dungeon-Satz geskippt. Geh jetzt! Meine alten Knochen müssen ruhen! Das ist mein fucking Laden. Wieso soll ich denn jetzt gehen? Ah, und das ist jetzt der Dungeon. Nee, das ist irgendwas anderes. Das sind diese komischen Portale. Genau, wenn ich die fertig mache, dann öffnet sich so ein Schlüssel. Und ich habe 4 Stück davon. Mm. Und die 5. Tür ist dieses große, was noch niemand geöffnet hat. I see. Hey, Donik! Einen wunderschönen guten Abend. Ist der wunderschön? Ich weiß es nicht. Der Abend ist, heißt, dass man den Tag überstanden hat und die Arbeit vorbei ist. Aber ich kann mich nicht über meine Arbeit beschweren, deswegen... Kann man es essen? Ich fürchte nicht, nein. Ich glaube, wir wurden getrollt hier. Also ich dachte, man kann es essen, aber in Wirklichkeit kann man es nicht essen. Also ich bin ein bisschen enttäuscht. Also das Spiel verspricht vieles, hält aber nichts. Das Schöne beim Besen ist wirklich die Reichweite. Die hat das Schwert nicht. Es sei denn, man hat Nachtschicht. Das sei natürlich schlecht. Der Boden sieht ein wenig aus der grünen Käse. Versuch mal reinzubeißen in dein Bildschirm. Glaub mir, das kriegst du hin. Hey! Aha, das habt ihr gesehen? Ich kann dich dauerhaft blocken. Interessant. Benutzt der Junge schon wieder einen Besen? Manchmal durchrollen und von hinten hauen. Okay, ja, das Durchrollen... So viel Tod und Verderben hier. An jemanden, der hoffentlich mehr Glück hat als ich. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Das seltsame Wesen auf der anderen Seite des Raums hat mich erwischt. Im Tumult ist mein Anhänger zerbrochen. Aber ich würde sagen, ich habe ganz schön zugesetzt.
Er hat bemerkt, dass ich in der Nähe der Kammer des Wächters beobachtet habe. Auf der Flucht hat er einige Gegenstände verloren. Einer davon. Eine Karte? Ein Diagramm? Was auch immer es ist. Ich hatte recht. Sie hielten mich für verrückt. Meinten, ich hätte nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber ich hatte die ganze Zeit recht. Jeder Wächter in jedem Dungeon muss eine Art Schlüssel besitzen. Sie alle sind mit Schlössern an einem großen Tor außerhalb verbunden. Ich hatte recht. Das fünfte Tor von Rynoka. Leider werde ich nicht da sein, wenn es sich öffnet. Wer auch immer mich findet, möge mir den Gestank verzeihen. Ich hab gefurzt. Oh Gott. Aber das Diagramm muss hier irgendwo sein. Bitte, öffne das fünfte Tor. Deines inneren Chakras und spüre die Macht. Moment, das ist, jetzt bin ich irgendwo abgedriftet. Naja. Woher kennst du die Stimme, die das Skelett zu Lebzeiten hatte? Er hustet beim Schreiben. Ja, ich stelle mir vor, wie er das... Ihr müsst euch in die Lage hineinversetzen, in denen der war. Er ist am Sterben. Und diese Dungeons sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Tipp! Immer wenn du ein Skelett liegen siehst, mit Schwert oder Besen draufhauen, drop manchmal schöne Sachen, zum Beispiel Waffen. Okay. Fetter Zorra digitiert zum lieben Kätzchen. Arbeitest du als Synchronsprecher? Nö. Was leuchtet denn hier? Boss wird mich tot machen! Sollte alle rauslassen! Jetzt muss ich komische Kreaturen jagen, die mein Zeugsens gemopst hat! Oha! Boss wird richtig böse sein! Okay. Vier Wächter, vier Schlösser. Ah, und jetzt können wir abhauen. Aha, wir sehen, was wir gekillt haben, was wir gelootet haben und was wir an Loot dabei haben. Was heißt alt? Der Dude ist gestorben. Ah!
ganze Zeit nichts getrunken, dadurch tut jetzt mein Hals weh. Oh! Keine Ahnung mehr, wie ich den gesprochen habe, ey. Ich hab schon wieder vergessen, ich bin müde. Der junge Eigentümer des Moonlighters zurückgekehrt. Ich werde. Sieht aus, als kämst du in einem Stück zurück. Sag bloß, du hast gelernt, den Anhänger richtig einzusetzen. Das wurde auch Zeit, Junge. Was hast du denn da? Ist das eine Karte der Dungeons? Hast du die her? Du hast den alten Pete. Ach, das war der alte Pete. Ha, er war alt. Spiegel, wenn man zu viele Items und zu wenig Taschenplatz hat. Also verständlich. Todeis. Siehst du, das ist das Schicksal, das dich erwartet. Wenn du dem nachjagst, was hinter dem Tor liegt. Lass einfach die Finger davon, Willy. Nimm einfach die Artefakte aus dem Golem-Dungeon und kümmere dich um den Moonlighter. Anderes Thema. Mir sind einige Aushänge am schwarzen Brett aufgefallen. Könnten dich interessieren. Einige Händler wollen wohl ihre Läden in Rynoka öffnen. Wieder etwas Leben in die Stadt bringen. Offenbar brauchen sie aber zunächst etwas. Startkapital. Vielleicht kannst du ihnen ja aushelfen. Es wäre schön, die Stadt wieder so lebendig zu sehen wie früher. Also ich sollte ihnen Geld leihen, wenn ich es mit Zinsen zurückkriege. So 50%. Ich nehme nicht viel. Ich finde 50% Zinsen ist okay. Einmal in der Woche. Investitionsstadt. Vulkanschmiede. Hölzerner Hut. Wandercamp. Boah, 70.000 Geld, ey. Uff. Huch. Ladenaufwertung. 250.000 Cash. Uff. Billige Verkaufsbox. Du gibst ihnen Geld. Die machen einen Shop auf. Und du darfst dort für Gold Sachen kaufen. Das klingt wie ein schlechter Deal. Kann ich den Preis? Doch. Wir verkaufen ihn jetzt mal für 110. So, was haben wir hier? Ranken. Schleifsteine. Eisenbarren. Ein 20? So. Ranken würde ich sagen 5 pro Stück. Schauen wir mal. So, was haben wir hier? Zahnsteine. Würde ich auch sagen, erstmal 5. 5 klingt erstmal realistisch. Machen wir 10. Machen wir beides 10 und schauen mal morgen, wenn der Laden aufmacht. Wir haben ja da noch gar keine Reaktion. Wir wissen, dass 100 okay ist und 170 zu viel. Deswegen habe ich jetzt natürlich den Preis können wir auf 120 noch setzen, ne? Okay, setze auf 120, das sollte auf jeden Fall passen. Könnte ich nicht eigentlich noch mehr hinlegen? Die haben wir gerade vorbekommen. Man kann nur ein Stack verkaufen. Gut. Er hat gesagt, Genau. Man muss auf Reaktionen achten und so weiter. Ey, wir rollen jetzt die ganze Zeit, wenn ich A drücke, weil ich Ausweichen als A genommen habe. Ne? Also das ist halt, deswegen rollen wir die ganze Zeit, wenn ich A drücke. Ignoriert's einfach.
Oh, die Metalldinger sind auf jeden Fall zu... die Metalldinger sind auf jeden Fall zu günstig. Die Zahnsteine zu teuer. Machen wir mal 7. Okay, die Metallstäbe sind zu günstig gewesen. Können wir mal schauen. Okay. Dann platziere ich mal... Metallstäbe 20 waren viel zu günstig. Zahnsteine mit 10 war zu teuer. Neutrale Beliebtheit, okay. Ranken haben sie bis jetzt noch gar nicht angeschaut, ne? Okay, da würde ich sagen... 20 war günstig, zu günstig. Dann machen wir nicht 20, sondern 40. Einfach direkt Extreme und dann schauen wir mal. Siehst du den Balken unten, wo 2G drin steht? Ja, ein grober Hinweis. Oh, er kauft's aber trotzdem. Oh, niedrige Nachfrage, okay. Was ist die 2G? Was ist diese 2G-Grenze ganz unten? Der Ranke sind 2 Gold wert, oder was? Das ist halt... Oder? Meint ihr das? 40 ist auf jeden Fall zu viel für die. Gut, dann machen wir Zahnsteine auf 5 und Ranken auf 3. Zahnsteine auf 5. So, und die auf 30. Schauen wir mal. So, und dann haben wir hier noch Äste. Äste sind über Zahnstein. Unter Schleifstein. Da würde ich sagen, Äste machen wir direkt mal auf 10. Pro Stück. Scroll mal weiter hoch. Okay, Moment. Da siehst du weitere Markierungen. Oh, wow. Okay. Oh, wow, da gibt es richtig teure Dinge. Holy shit. Reichhaltiges Gelee sind 5. Aha. Und wir sind jetzt bei Golem. I see. Ah, okay. Aha, 60 Gold. Okay. Mhm. Oben ist dann 60 Gold. Ne, hier habe ich keine. 275. Hä? Wieso ist das jetzt anders sortiert? Das war jetzt was ganz anderes. Okay, das sind quasi bei hier bei Stoff, weiß ich auf jeden 275 für Stoff. Ein bisschen drunter, ne? 250 oder so? Okay, cool. Ich weiß ja zum Beispiel hier, 110 ist ein guter Preis, aber 120 zu viel, ne? Gießereirest können wir dann für mehr verkaufen. I see, I see. Interessantes Konzept auf jeden Fall. Genau, okay, dann schauen wir mal. Ach, egal.
Ranken für 3 Gold sind genau richtig. Wenn es zu günstig ist oder nicht, aber später bei den ganz teuren Sachen, aber bei Ranken, komm. So. Würde ich jetzt mal sagen, oder? 10 sind für Ästchen zu viel, dann machen wir 8. Ich meine, wir müssen auch unser Zeugs loswerden, oder nicht? Also ich meine, wir haben ja nicht unbegrenzt Inventarplatz. Und der Abend ist jetzt fast rum. Okay, mit 8 auf jeden nicht zufrieden. Also, 8 sind sie nicht zufrieden. Okay, dann machen wir 7. So, Zahnsteine waren... Beliebtheit ist niedrig. 7 war auf jeden zu viel. 5. Machen wir mal 6. So, die Wurzeln sind für 7 drin. So, jetzt haben wir Schleifsteine. Wie preisen wir die denn? 20 ist zu günstig für Rods. 30 zu teuer. 20 ist zu günstig, würde ich sagen. 20. Machen wir mal 15 und schauen mal. Aber wir können jetzt halt versuchen, das klein zu verkaufen. Oder? Wir wissen ja ungefähr, bei denen wissen wir auf jeden Fall, wo die Preisspanne liegt. Zwischen 20, 30 und 7 oder 8. Nicht zufrieden, kauft es aber trotzdem, ist doch perfekt. Ja, also am liebsten wollen wir, dass sie zufrieden rausgehen. Dann kommen sie nämlich wieder und kaufen wieder. Wenn sie sich über den Tisch gezogen fühlen, dann fühlen sie sich... über den Tisch gezogen. Also 25 ist anscheinend bei den Eisenbahnen genau richtig. Ne? Bei den Schleifsteinen, genau, 15 ist ein guter Wert, guter Mittelwert. Was haben wir denn hier jetzt? Gießereireste. Oh, okay, diese scheinen wertvoll zu sein. Da packen wir wirklich nur 1 rein. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Und Gießerei machen wir 150. Roundabout. 110 ist hier perfekt. Ja, machen wir roundabout 150. Das scheint okay zu sein. Gucken wir mal. Kicken wir mal. Ah, okay. Roter Stein beibehalten. Okay. Schleifsteine passen. Sehr schön. Und auch die Reste schon. Genau, ich denke, später wird Ruf noch wichtig. Okay, sie kaufen es trotzdem. Das wollen wir auf jeden Fall nicht, ne? Okay, okay. Kann es sein, weil die Beliebtheit gerade so niedrig ist, dass die Preise deswegen nicht passen? Kann das sein? Wahrscheinlich, ne? So, jetzt schauen wir mal. Machen wir mal 160. Ne, wir wollen ein bisschen aussalzen, natürlich. Genau. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Dass das nämlich an der Beliebtheit gerade liegt. So, Stoff wird direkt 260. Machen wir mal 250. So, dann haben wir alles verkauft. Ne? Und wenn wir das jetzt noch loswerden, wäre perfekt. Aha, ein Held. Der wird natürlich Ausrüstung. Haben wir nicht. Genau, für 160 kauft er das auch noch. Normales Interesse. Ne? Boah, das war natürlich jetzt fancy. Genau, beim Pfeil oben ist das Interesse natürlich höher. Klar.
Okay, sie kauft es trotzdem. Naja. Ich hatte keine Ausrüstung für den einen. Der kam mit dem Interesse rein, das zu kaufen. Okay, das ist trotzdem immer noch zu hoch gewesen. Okay, niedriges Interesse ist echt nicht gut. £1500, wir verkaufen jetzt so einen Stoff. Wir verkaufen jetzt so den Stoff und dann hat sich das erledigt. Boah, also leider, also ich habe leider Gottes ein bisschen Popularität. Ah, der Items, ne? Ich dachte schon, das ist unser Laden. Ey, das wäre jetzt halt hart, wenn die Beliebtheit meines Ladens direkt am ersten Tag schon leidet. Masa, mein Sohn, wenn ich dich finde. Oh, Will, hast du zufällig Masa irgendwo gesehen? Nein. Eine Vulkanschmiede und den hölzernen Hut. Die Tränke und Verzauberungen aus dem hölzernen Hut helfen dir, dein Abenteuer zu einem magischen Ende zu bringen. Kriegst du den Dungeon immer auf die Mütze, bröselt der Rost vor deiner Waffe. Im Tausch gegen die richtigen Materialien und etwas Kleingeld finden mein Hammer und ich eine Lösung. Garantiert handgeschmiedet. Was soll das sonst sein? Hm. 1,4 Millionen für eine Transaktion oder wie meinst du? Hast du wieder neue Kulturartefakte in den Dungeons gefunden, Will? Faszinierend, dass die Gegenstände aus den Dungeons von vollkommen unterschiedlichen Zivilisationen zu stammen scheinen. Faszinierend. An einem Verkaufstag. Wow, okay, 1,4 Millionen ist heftig. Ja, ich würde sagen, lass uns doch direkt die ersten Läden aufmachen, oder? Keine Lust mehr in Dungeons nach Gegenständen zu suchen, überlass diese Arbeit lieber den Profis und besuche Le Marchand. Le Marchand, denn das Leben ist anstrengend genug. Du willst dein Geld für dich arbeiten lassen, dann gib es in meine Hände und ich lasse es für dich auf Bäumen wachsen. Gezeichnet, der Bankier. Als Straßenhändler habe ich die ganze Welt bereist, immer auf der Suche nach Objekten, die andere inspirieren. Sieh dir meinen Wagen an, um den Laden für Kunden noch attraktiver zu machen. Die Truhe links vor meinem Bett, kenne ich die schon. Nein. Hier kann ich Items erstauen. Genau, das Gelee wollte ich nämlich jetzt nicht, wenn das Tränke sind. Genau. Hä? Es gibt ja zwei Truhen. Oh, okay. Okay, ich habe zwei Truhen, wo ich Sachen platzieren kann. Okay, ja gut. Ist wichtig für die, wenn ich nicht alles verkaufe, ne? Dass wir das dann storen oder Eisenschrott, was auch immer. Ja klar darfst du das sagen, Dornik. Warum nicht? Warum nicht? Das ist ein Stream. Dafür reicht meine Zeit nicht. Dass ich alles selber entdecken will oder so. Das ist schon lange nicht mehr hier so. Oh, okay. Ein Wachgeschütz, das nicht in der Lage ist, einen dauerhaften Wasserstrahl abzufeuern. Ein fliegender Golem, der Materialien sammelt, andere Golems damit repariert. Ein modifizierter Spross, dessen Blätter scharf wie ein Schwert sind. Ein modifizierter Spross eines Windbaums, der laufend mit Hilfe seines Blattes Windströme erzeugen kann. Eine Tanzpuppe, die ihren Gefährten mit aufmunternden Tänzen unterstützt. Ein Golem, der von den Einwohnern Mutter genannt wird, da er beim Angriff Feuerelementare erzeugt. Ach Gott! Ach du Scheiße, okay. Unterstützungsgefährte, der feindliche Leichen mithilfe eines Blitzschlages in Tränke verwandeln kann. Was ist das denn für ein cooles Viech?
Ein mechanisches Wesen, das seine Gefährten beschützt, indem es um ihn herum patrouilliert und alles wegschüttet, was ihm zu nahe kommt. Feindlicher Mimik, dass Feinde in der Nähe angreifen und Gegenstände transportieren können. Winziger Schleim aus dem Golem-Dungeon, welche Waffe seines Meisters einen Betäubungseffekt verleihen. Gift-Effekt, Feuereffekt. Elektrisierenden Effekt. Aha. Ah, I see. Okay, wie muss ich mir dann im Dungeon freischalten? I see, okay. Dann würde ich sagen... holen wir uns jetzt die ersten Dudes an Land. Du hast das Schild lange Zeit übersehen, echt? Der Shop ist am Stesel. Wir können was Besseres tragen als unser Besen. Hey, Kleiner, du bist Will, oder? Der meine Schmiedeskünste angeheuert hat, wenn ich mich nicht alles täuscht. Ich bin André, Schmied mit Lapp und Seele. Der Beste weit und breit. Brauchst du neue Waffen oder Rüstungen? Es halt jetzt gerade in meinem Kopf. Wie ging das nochmal? Der Beste, ich bin der Beste. Nein, das andere. Hübsches Grünzeug. Niveau. Wie ging das nochmal? Mit der duffe Dude? Ich bin mit Abstand der Beste. Genau. Ich bin mit Abstand der Beste dieser Gruppe. Der Mister von Abstand. Son of Ender habe ich mal gesehen, ja. So. Okay. Mehr Leben, mehr Geschwindigkeit, mehr Leben. Stoffbänder, Eisenhelm, Stahlhelm, Stoffrüstung. Ich bin mit Abstand der Beste dieser Gruppe. Huch. Stoffschuhe, Eisenstiefel, Stahlstiefel. Okay. I get it. Okay, und man muss natürlich Sachen liefern. So, und den kann ich mein Schwert upgraden. Auf ein Soldatenkurzschwert mit mehr Angriff. Oder ein rostiges Kurzschwert mit anderem Stuff. Mit Elementen. Das wäre Raw Damage. Und das wäre quasi Damage mit besonderen Effekten. Ein Großschwert. Ein Speer. Handschuhe. Bögen. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner von mir war. Nein. Ja, rechts oben habe ich die Werte gesehen. Das habe ich schön gesehen. Da war Rost halt irgend so ein Spezialeffekt, ne? So, let's go. Direkt die Lady noch holen. Wir können uns sowieso am Anfang jetzt noch nichts leisten. Wir müssen erstmal den Shop runnen und so. Da können wir uns schon mal direkt uns die zwei Standardläden holen. Für das bisschen Cash, was sie gemacht haben. Oh, mein Kunde. Tut mir leid. Dieses Buch ist einfach so gut. Alles klar, kommen wir auf den Boden. Also, ich bin Aeris und Betreiberin des hölzernen Huts. Ich bin eine Hexe, wenn es um Verzauberung oder Tränke geht. Oh, du bist meine Hexe. Ach so, Verzauberung und Tränke? So eine Scheiße, so eine Scheiße. Meine Anleitung liegt mit mich unten, so eine Scheiße. Ich hab Zone of Enders, ich hab's gesehen. Aber ja. Für mich müssen die Max modifizierbar sein. Verzauberungen. Oh. Okay. Ich kann meinen Besen verzaubern. Wer will denn sowas? Also entweder ich kann mir einen Trank machen oder ich liefere einen Ritz. Ich liefere Stuff ab und kann mir so Tränke machen. I see.
Genau, direkt mal ein paar Tränke mitnehmen. Schadet nicht. Ja, wie gesagt, also wir müssen mal gucken, was wir morgen spielen. Weiß ich noch nicht, ob wir halt einfach weitermachen mit Moonlighter oder so. Macht auf jeden Spaß. Ich finde diese Gladengeschichte ziemlich interessant. Aber das schauen wir morgen komplett spontan. Keine Ahnung. Ne, das ist einfach momentan, es gibt eigentlich nichts, wo ich Bock hätte, prinzipiell. Deswegen, wir spielen einfach irgendwas. Das wird schon. Die Reichweite des Schwerts ist wirklich grauenhaft. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ach so, ja, kann sein. Aber ganz ehrlich, Dornig, es gibt ganz wenige Spiele, wo es mir auch lieber wäre, sowas wie Kingdom Hearts oder so. Es gibt halt Spiele, wo ich sage, okay, das kann man verstehen. Aber das sind dann wirklich die kleinste Menge. Ehrlich gesagt, wenn man streamt, gehört es auch dazu, dass der Chat mitmacht. Und wenn man den Chat sagt, okay Leute, bitte haltet euch ein bisschen zurück. Sagt mir nicht direkt alles, was ich wissen soll, muss, sondern nur, wenn ich danach frage. Die meisten verstehen dann, dass es okay. Nicht jeder kommt rein und sagt, ja, übrigens, ich hatte ein Extrembeispiel eben mit Kingdom Hearts, wo mir dann direkt gesagt wurde, okay, du musst vor dem X-Boss noch das und das machen und das gibt's noch zu entdecken und du musst dort und dorthin und ich habe aufgehört zu spielen, weil es einfach Quatsch ist. Aber prinzipiell, ich streame ein Spiel an euch und muss akzeptieren, dass es Leute gibt, die das nicht verstehen. Das halt, das habe ich gelernt von damals. Das ist halt so, ich habe es gelernt und bin darüber hinausgewachsen. Inzwischen gibt es eigentlich fast kein Spiel, wo ich sagen würde, okay, ne, ihr dürft nicht mitmachen und mir sagen, was ich am besten tun soll oder nicht. Sondern, wenn ihr Tipps habt, die meisten wissen das auch, ne, dann hauen sie raus oder halten die Klappe. Das ist halt so, es gibt Leute, die das machen, aber meiner Meinung nach ist Livestreaming eben nicht, dass ich hier hock und ein Spiel spiele und alle anderen schauen nur zu und schauen doof. Sondern, wenn man helfen kann und möchte, dann ist es okay. Aber bei so einem Spiel... Es gibt halt... Jeder macht seinen Stream anders. Und ich bin der Letzte, der sagt, okay, ich will das Spiel... Ne, also... Ich will es auf jeden Fall blind spielen oder so. Dafür reicht meine Zeit einfach nicht. Weder habe ich Zeit noch Lust, alles immer selber zu entdecken. Wenn ihr es besser wisst, dann wisst ihr es besser. Und das ist gut so. Manchmal nehme ich die Tipps an, manchmal ignoriere ich sie. Ganz nach Bedarf, sage ich mal. Ist das Item eigentlich despawned, was der eine Dude hatte? Muss ich da mich beeilen und schnell drüber laufen? Das Saiyan-Schwert hat höhere Reichweite, ich mag den Rundumschlag. Dafür fehlt das Schild. Hm, Saiyan-Schwert, okay, nice. Hm, scheinbar Zelda geschädigt. Ich gucke ständig die Wände ab, wo man Bomben legen könnte. Ja, ist aber Binding of Isaac ist das aber auch so. Na, da gibt es so gewisse Räume, wo man Bomben legen kann und so. Item muss oben oder unten in der Tasche sein. Wo soll es denn sonst sein? Okay, es gibt Items, die muss man... Okay, die haben... Aha. Es gibt Spezialbedingungen für krasse Items. Okay. Okay, das ist gemein. Das ist gemein. Okay. Ah, okay. Also Items fallen auch gerne mal runter. Alles klar, da muss ich da ein bisschen aufpassen. Oh Mann. Das ist halt so, für mich macht die Essenz eines Livestreams eben aus, dass man mit anderen interagieren kann. Also mit anderen meine ich da mit explizit euch. Und kann dann Leute nicht verstehen, die auf Teufel komm raus Livestreamen möchten, aber dann gleichzeitig wollen, dass die Leute ihre Klappe halten.
Wofür streamst du dann den Scheiß? Für die Aufmerksamkeit? Die brauche ich nicht. Ich will mal Spaß haben und mit euch zusammen Spaß machen. Haben. So. B war die Tasche. Meine Güte, ich habe die ganze Zeit geschaut, wo das... Schnell ausrüsten. Dankeschön. Genau, weil ich wollte einen Teiltank nehmen. Jeder gestaltet seinen Stream anders. Für mich ist halt ein Livestream gehört auch dazu, dass man sich über ein Spiel unterhält. Oh. Sollte ich das rot? Für mich gehört beim Livestream eben auch dazu, mit den Leuten zu reden, zu interagieren und zu kommunizieren. Ey! Hey! Okay, drei solcher Steine. Uff. Ja, so 110, ne? Die fliegenden Robos klauen auch gerne Items vom Boden, schmeißen diese in den Abgrund. Oh. Ich finde cool auf jeden Fall, dass das Spiel so ein bisschen reagiert. Auf diese ganze Item-Management-Geschichte. Und die Gegner haben verschiedene Schwierigkeitsstufen angezeigt mit diesen Balken, ne? Okay. Wir müssen ein bisschen was umdingsen. Also das ist halt so, die Schultertasten müssen für irgendwas da sein. Und ich würde den Sekundärangriff auf die RT-Taste legen und Y... Nee, auf... Sekundärangriff auf RB. Trank benutzen auf RT. Und Y ist auswechseln. Wo waren das? Waffen wechseln, LB. Okay, LB kann bleiben. Dann haben wir RY nicht besetzt. Jetzt habe ich ja nämlich auch so den Trank genommen. Hier blocken. Damit tue ich mir auf jeden Fall einfacher. Links oder rechts? Also das sei halt diese Sonderkondition, ey, uff. Und ich kann die Items deswegen nicht stapeln. Kann ich das dann stapeln? Nee, ne? Ah, das muss oben oder unten sein in einer Tasche. Kann ich das dann stapeln? Nein, weil das eine Sonderkondition hat. Okay. Dann pass auf, dass du nicht links und rechts wechselst und dich aus dem Dungeon teleportierst. Hä, wofür musst du mal gedrückt halten? Also, das wird noch passieren. Ich werde mich garantiert mal aus dem Dungeon raus teleportieren. Das passiert natürlich. So, ne? Heute habe ich zum ersten Mal diesen mysteriösen Dungeon betreten. Sie wurden nicht weit von Rynoka entdeckt. Einem kleinen, schnuckligen Dorf gleich nördlich des Kraters. Man kann sagen, dass sie recht außergewöhnlich sind. Beliebig viele Abenteurer können gleichzeitig einen Dungeon betreten, aber jeder von ihnen muss ihn alleine erkunden. Und diese Dungeons scheinen sich nach der jeweiligen Person auszurichten. Ein einzigartiges Labyrinth für jeden. Ach, niemals derselbe Aufbau. Es gibt einem jedoch zu denken. Hm. Wenn sich jemand in einem Dungeon befindet, existiert er dann überhaupt? Das sind die wirklich wichtigen Fragen. Jetzt strömen sie alle in die Dungeons, um ihre Schätze zu erhaschen. Völlig ungeachtet der Gefahren, die von ihren Bewohnern ausgehen. Nur für etwas Gold und Ruhm. Aber nicht ich? Nein! Mir geht's um die großen Fragen. Woher sind diese Dungeons gekommen? Warum liegt hier Stroh? Und wieso verändern sie sich immer wieder? Und warum
sind die mit sagenhaften Masken gefüllt. Ich bin verwirrt. Komm, ich bin nicht auf der Suche nach dem Was. Ich bin auf der Suche nach dem Wie und Warum und Huch. Okay. Oho. Oh, hier passieren Dinge gerade. Huch! Oh, was war das? Oh, fancy Dinge. Ich sammle wirklich richtig schönes Premium-Stuff auf. Hoffe ich doch. Nein! Der Loot! Er fällt runter! Nein! Okay. Wenn es geht, will ich auf jeden Fall die einsame Reichweite erhöhen. Oh, was ist das? Ah, ein Onsen. Warum? Warum verschwinden unsere Geräte? Ganze Kammern voll wertvoller Mineralien bleiben unangetastet. Aber Lagerräume und Kisten mit unseren grundlegenden Geräten verschwinden regelmäßig. Wenn du ein Funkeln in einem Abgrund siehst, wage doch mal den Sprung. Ein Heilbrunnen mit begrenzter Heilkapazität. Oh, oh. Oh! Oh! Okay, ich verstehe schon, wo das Spiel hinaus will. Deshalb, du kannst jederzeit aus dem Dungeon raus. Wenn du verreckst, ist alles weg. I see. Ah, der Brunnen! Ah, ja. Ja. Das ist eines der seltsamen Geräte, die Kreatur hat fallen lassen. Weißt du, was ein Goldesel ist? So ungefähr funktioniert dieses Teil. Jeden Gegenstand, den man drauf platziert, verwandelt es in Gold. Super praktisch, wenn man das Gold für den Anhänger benötigt. Es sieht wie ein Spiegel aus, also nenn ich es einfach Spiegel. Je einfacher, desto besser. Ich frage mich allerdings, wohin die Dinge verschwinden, die man mit Hilfe des Spiegels in Gold umwandelt. Und kriege ich bei dem Tauschgeschäft überhaupt genug raus? Oh, ich habe einen Spiegel. Das ist der unten links jetzt, ne? Ich krieg Münzen, wenn ich dafür was eintausche. Lohnt sich das? Ja, das habe ich vergessen. Das weiß ich, das weiß ich. Mir ist das jetzt erst eingefallen. Lohnt sich das Tauschgeschäft? Also es ist halt, wenn man Items loswerden möchte, kann man die quasi eintauschen direkt in Gold, ne? Genau, aber es ist halt nicht viel. Das heißt, wenn man noch den Dungeon weiter voranschreiten möchte, aber das Inventar voll ist, dann, ja. Sobald der Platz nicht mehr reicht, ne? Genau, genau. Der Platz reicht schon nicht mehr. Also ich... Ja... Ich meine, theoretisch könnte man zum Beispiel sowas hier. Schwupp! Ne, weg mit den Ranken. Die sind nichts wert. Und ich habe davon noch nicht viel. Direkt schwupp weg damit. Oh, was ist das? Ja.
Jetzt habe ich natürlich das Problem. Ich kann die Notizen nicht lesen. Ah, jetzt habe ich meinen Heiltrank benutzt. Ja, das habe ich schon befürchtet, dass das passiert. Dann interagieren machen wir auf Y. Golems, die sich in diesem steinernen Hallen herumtreiben, sind sehr robust, aber ihre Bewegungen sind langsam und vorhersehbar. Einige von ihnen genügen aber nur ein richtiger Treffer, um ihre Opfer zu betäuben. Das ist Vorsicht geboten. Siehst du die Sortierfunktion? Sortierfunktion? Ah. Man kann nach Kultur und nach Preisen sortieren. Aha. Das heißt, Unrecht ist immer das Billigste, oder was? Raus hier. Raus hier. Das wäre Wahnsinn, wenn wir da jetzt noch drin geblieben wären. Außer, genau, die Platzbeschränkungen sind natürlich dann, da muss man aufpassen. Okay, also bereuen tue ich es bis jetzt nicht, die 20 Euro rauszugeben zu haben. Das ist auf jeden Fall sehr interessant hier. Genau. So, jetzt sind wir hier. So, ich muss schnell wohin. Ach! Lass uns schnell mal alles einpacken und dann Schluss machen für heute. Das denke ich sinnvoller. Es ist jetzt schon 10. Achso, ja. Ah, den Merchant Dude kann man jetzt erdingsen. I see, okay. Meine Schmiede brennt drauf, was für dich herzustellen. Haha! Haha. Mehr Leben, mehr Geschwindigkeit. Kostet aber 4000. Dafür habe ich halt einfach das Geld nicht, ne? Kostet mich alles 4000, also vergiss es. Da gibt es auch einen Wunschzettel, dass man sich das merken kann. Genau. Okay. Genau. Ich habe das jetzt absichtlich gemacht, ne? Dass wir speichern können. Ich würde jetzt nämlich Schluss machen, meine Freunde. Ne? Es ist spät. Ich bin müde. Und ich würde vor allen Dingen gerne noch, vielleicht ein bisschen malen. Ne? Genau. Ah, die sind dann im Item. Okay, genau, genau. Okay, gut. Dann, meine Freunde, haut's rein, macht's gut. Wir sehen uns dann morgen wieder. Was wir dann spielen, I don't know. Das sehen wir dann, wenn's soweit ist. Und, jo! Dann sehen wir uns morgen in alter Frische. Wahrscheinlich aber erst um 2 oder so. I think. Denk roundabout 2. Mal schauen. Also wir gehen es die nächsten Tagen mal ein bisschen chilligern. Bis dann.